muss da hinten nicht hinschauen. Ne? Ach, Sie können ab und zu mal zur Kamera und auch zu uns. Ich denke, das. Gut, dann begrüße ich die kleine lesende Runde hier und auch vor den Bildschirmen, sei es jetzt PC, Handy oder anderes. Schön, dass wir uns heute Abend Zeit genommen haben. Passenderweise zum Titel unserer Veranstaltung Die Zeit gehört uns, ein Vortrag und eine Diskussion mit Friedhelm Hengsbach. Bevor ich das Wort an Herrn Hengsbach übergebe, der dankbarerweise heute zu uns gefunden hat, würde ich ganz gerne noch ein paar Kleinigkeiten sagen zu der Projektreihe. Sie entstand auf Initiative der katholischen Arbeitnehmerbewegung, der katholischen Erwachsenenbildung, Verdi, dem Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung, und nahm ihren Anfang grundsätzlich im Engagement in der Sonntagsallianz und im Sonntagsschutz, das heißt primär dem politischen Engagement um Arbeitszeiten und eben Arbeitszeitgerechtigkeit. Dieses Projekt der katholischen Erwachsenenbildung soll das Ganze vertiefen, also nicht nur auf dieser juristischen Ebene behandeln, sondern darüber hinaus auch eben auf ethischer und gesellschaftlicher Ebene. Und wir hatten da auch ein paar interessante Veranstaltungen der Vergangenheit gehabt, die man sich auch gerne auf YouTube ansehen kann. Jetzt erstmal zum Referenten. Friedhelm Hengsbach, Sie kennen die Informationen schon, die anderen noch nicht, deswegen würde ich sie ganz gerne wiedergeben. Sie sind 1937 in Dortmund geboren, mit 20 Jahren wurden Sie Jesuit, traten in den Orden ein, studierten Philosophie und Theologie in München und auch hier in Frankfurt. Und nach der Priesterweihe haben Sie dann im Prinzip ein sehr spezielles Profil erarbeitet, da Sie noch Wirtschaftswissenschaften studiert haben und schließlich auch in den Wirtschaftswissenschaften mit dem Know-how promovierten zur Assoziierung afrikanischer Staaten an die europäischen Gemeinschaften und sich auch mit einer arbeitsethischen Habilitation profilierten. Die Arbeit hat Vorrang, eine Option katholischer Soziallehre. Und so waren Sie dann auch Professor für christliche Sozialwissenschaft und Leiter des Oswald von Nell-Breuning-Instituts bis 2005. Sie hatten eine sehr rege Vortrags- und Publikationstätigkeit, auch ein sehr interessantes Profil, das diese ethische Dimension mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Know-how verknüpft. Und das merkt man dann auch in der Publikation, die ich mal allen gerne empfehlen möchte, wo eben auch wirklich diese ethische Dimension mit Wissen zur Volkswirtschaft und Betriebswirtschaftslehre verbunden worden sind. Zumindest nach meiner Einschätzung, so wie ich bis jetzt da reingeschaut habe. Das war es eigentlich von meiner Seite, das war die Vorstellung. Kommentare über YouTube werden wir nachher nochmal aufnehmen, wenn da welche kommen, dann, dass wir die dann auch beantworten können. Und ansonsten würde ich mich erstmal bedanken, dass Sie hier sind und Ihnen das Wort übergeben. Ja, ich danke auch, dass Sie das noch hinbekommen haben mit den Hin- und Herfahrten. Aber sehr gut, dass wir einfach dieses Thema nochmal zugreifen und dann so mal, wie ich mir das gedacht habe, ich werde, das sind ja insgesamt immer so bestimmte Abschnitte, die würde ich kurz anreißen und auch erläutern und dann würde ich Sie bitten, dass wir einfach mal, dass wir Stellung nehmen oder dass Sie auch mit Stellung nehmen zu dem, was ich da eben erzählt habe. Das sind drei Blätter. Die Katastrophe des gestrigen Abends bestand darin, dass ich einfach nur die erste Seite habe schreiben können und der Rest ist eben handschriftlich geschrieben und mit Stichworten nur in der zweiten und dritten Seite aufgeschrieben. Aber die erste Seite will im Grunde zwei Themen behandeln. Einmal die Frage der Zeit, erstmal, wie sehr die Zeit in Beschleunigung auch umgesetzt worden ist. Und zum anderen dann im zweiten, was ist denn eigentlich das Rätsel der Zeit oder wie geht man heutzutage in großer Breite eigentlich mit diesem Thema um? In der Regel wird es sehr allgemein behandelt und sagt, es ist die Beschleunigung, die uns Druck macht und die Zeit, das ist kein stehendes
Subjekt oder Objekt, sondern das ist dauernde Bewegung und das ist gleichsam der Imperativ der Beschleunigung. Also ich fange jetzt mal an mit dem ersten Abschnitt. Was ist da meine Grundthese in diesem Buch? Die Zeit gehört uns, die ich aber jetzt anders beschrieben habe schon. Die Zeit gehört uns, Ausrufzeichen, als Behauptung, wahrscheinlich auch als eine Behauptung, die fast überschäumt, gegenüber dem Fragezeichen, das stimmt ja gar nicht. Uns gehört ja gar nicht die Zeit, sondern es sind andere, die gleichsam uns die Zeit, ihre Zeit vorschreiben. So, das ist jetzt mal der erste Abschnitt. Ich habe das Thema etwas lockerer gehalten. Ich bin mal durch einen Park gegangen, da sah ich einen gemeißelten Stein mit einer Unterschrift oder Überschrift. Da stand drauf, es ist immer später, als du denkst. Und das ist die sanfte Form dessen, was Hartmut Rosa mit einer Beschleunigung oder auch andere mit einem Imperativ der Beschleunigung zum Ausdruck gebracht haben, am Ende dann zu einer paradoxen Formulierung gekommen sind, rasender Stillstand. Das ist gleichsam das Ergebnis der großen Bemühungen von Hartmut Rosa, was denn eigentlich der Kern der Beschleunigung ist. Rasender Stillstand. Sagt natürlich gar nichts, ist ein Paradox und ist damit natürlich auch völlig widersprüchlich. Ich habe daraus eine eher beschränkte These übernommen. Nicht holistisch, gleichsam alle Welt ist beschleunigt. Die Technik ist der Beschleunigungsfaktor. Die Beschleunigung trifft unsere Alltagswelt und die Beschleunigung betrifft gleichsam die gesamte soziale Umwelt. Das ist natürlich alles pauschal und holistisch und kann man sagen, sehr allgemein. Ich beschränke mich darauf, wie kann man das jetzt also etwas konkretisieren und wie kann man es einfangen, was hier die Beschleunigung im Bereich der Wirtschaft und im Bereich der Gesellschaft, sagen wir in unserem beschränkten Kreis, aussagen kann. Und da will ich ein paar Beispiele bringen. Wir kommen immer zu spät, wir stolpern über uns selbst, wir schreiben eine schöne Glückwunschkarte an eine Freundin, aber die bleibt dann doch am Tisch liegen, weil abends sind alle müde oder ich natürlich dann auch. Und man schickt den Geburtstagsgruß nachträglich hinterher. Also man kommt immer zu spät. Das ist sicher ein Moment der Beschleunigung. Dann, wenn man die sportlichen Charakter nimmt, dann geht es immer höher, immer schneller, immer weiter. Das ist gleichsam der Imperativ der Sportler. Ich weiß nicht, ob es gegenwärtig jetzt auch so war. Ich habe das nicht mitbekommen, gestern und heute. Aber es könnte sein, dass jetzt schon in manchen Zeitungen sich Journalisten beschweren darüber, dass das Wunder von Bern einfach nicht mehr wiederkommt. Es ist auch so, dass die Musik immer schneller wird. Beethoven hat die Eroica, sein großes Meisterwerk, in 60 Minuten spielen lassen. Die heutigen Dirigenten versuchen das einfach in 49 Minuten oder in 43 Minuten durchzuspielen. Also auch der Fernsehsprecher redet in einem Tempo, dass manche ältere Leute, zu denen ich ja auch gehöre, oft gar nicht mehr mitkommen. Vor allen Dingen, wenn es Frauen sind, die noch schneller sprechen können. Ist ja wunderbar, schöne Stimme. Aber man kriegt nur die Hälfte noch mit. Also das ist so der erste Durchläufer zu dem Thema, dass, was ich im Kopf habe. Es gibt diese Beschleunigung, aber es gibt auch Entwarnungen. Die werden im Laufe der kommenden Zeit noch zur Sprache kommen. Die Frage, was ist die Ursache? Das ist mein Anliegen gewesen. Nicht einfach Dinge zu behaupten, dass alles beschleunigt ist und von allen Seiten und in allen Räumen, sondern wo kommt konkret fassbar
diese Ursache der Beschleunigung her? Da ist meine Antwort eine Kaskade der Beschleunigung, die von den Finanzmärkten ausgeht. Finanzmärkte, warum das? Ja, es gab, oder das hat ein französischer Freund der deutschen Wirtschaft mal so formuliert, es gibt in Deutschland einen rheinischen Kapitalismus, der unterscheidet sich von dem angloamerikanischen Finanzkapitalismus. Dieser rheinische Kapitalismus ist ein Netzwerk zwischen Unternehmen auf der einen Seite und Banken auf der anderen Seite. Und die Kreditvergabe, die geht also im wunderbaren Einvernehmen mit den jeweiligen Partnern. Und umgekehrt können die Unternehmen auch damit rechnen, dass die Banken großzügig oder jedenfalls fair ihnen Kredite gewähren. Also ein Netzwerk innerhalb des deutschen Banken- und Unternehmenssystems. Dagegen hält der französische Journalist den angloamerikanischen Finanzkapitalismus. Das ist jetzt kein Netzwerk mehr, sondern das ist eine riesige Arena von Großbanken, von Kapitalbeteiligungsgesellschaften, von Versicherungskonzernen und allen möglichen sonstigen Institutionen, die es da gibt. Oder privaten Leuten oder Aktionären, die es gibt. Und diese eindrucksvolle Arena hat natürlich einen Reiz und sie bedienen sich auch der Informations- und Kommunikationstechnik. Das ist das Besondere, dass die Finanzmärkte nicht so lahme Enten sind wie vielleicht Kleinunternehmer oder so im üblichen Geschäft, sondern sie haben, weil ich würde sagen 10 oder 20 Jahre vorher es einen Vorschub an Technik und Informationsgeschäften gegeben hat. Das war gleichsam die jungen Unternehmer, die neue Ideen hatten und auch Interessenten gefunden haben, die ihnen nachgelaufen sind und dann die erste Dotcom, so heißt es, die Dotcom-Krise verursacht haben, nämlich den ersten Kollaps der steigenden Finanzinvestitionen im US-amerikanischen Bereich. Und insofern haben jetzt die nächsten Finanzakteure, Finanzwirtschaftler genau dieses Spiel nochmal gespielt. Sie haben die Kommunikationstechnik genutzt, um schneller ihre Geschäfte abzuwickeln. Denn es war so, dass ein normaler Börsenhändler vielleicht in einer Minute 3 oder 4 Aufträge verschicken kann oder andere vielleicht auch aufgreifen kann. Und wenn jetzt diese Börsenhändler gleichsam menschliche Intelligenz auf Maschinen übertragen, dann gelingt es ihnen, dass sie Kauf- und Verkaufsaufträge nicht nur in einer Minute oder in einer verkürzten Minute, sondern in einem billionsten Teil einer Sekunde überliefern können. Das heißt also, Sie können an einem Tag 60 Milliarden solcher Aufträge abwickeln. Das ist Beschleunigung. Das ist Beschleunigung der Finanzmärkte aufgrund dieser Informations- und Kommunikationstechnik. Und das ist auch nicht zu überbieten. Natürlich war es klar, dass die Finanzmärkte eine solche Macht und eine solche Gewalt und ein solches Tempo auch liefern konnten, dass sie die reale Wirtschaft damit beherrscht haben. Das ist also, würde ich mal sagen, die zweite Stufe der Kaskade. Die Kaskade beginnt bei diesem Tempo und dem ungeheuren Tempo der Finanzakteure und Finanzmärkte und erfasst jetzt oder ergreift jetzt oder beschlagnahmt sogar jetzt die Realwirtschaft. Die Realwirtschaft ist ja etwas, man könnte sagen, aus der Perspektive der Finanzmärkte natürlich sehr lahm und sehr langsam. Aber jetzt kommt natürlich auch in die
Jetzt kommt in die Realwirtschaft eine neue Perspektive, die auf die Finanzmärkte hin orientiert ist. Nämlich, dass jetzt nicht mehr einfach geschaut wird, ist das Wachstum des Unternehmens halbwegs angemessen, dass wir konkurrieren können mit anderen, die uns gleichrangig sind, sondern es geht jetzt darum, dass die Unternehmen in der Realwirtschaft sich orientieren an dem Tempo der Finanzmärkte und sie geben ein Ziel an, das auch in der Realwirtschaft funktionieren muss, nämlich den Shareholder Value. Das ist eine Finanzkennziffer. Und das bedeutet natürlich, dass jetzt auch die Realwirtschaft genau in dieses Tempo hinein gerät. Natürlich können die bremsen, aber die Finanzmärkte sind, ich sage mal global, die Finanzmärkte oder die Finanzakteure sind der Meinung, sie können jetzt die Realwirtschaft kontrollieren. Das ist am Anfang auch gelungen. Auf der anderen Seite gab es immer noch Familienunternehmen in der realen Wirtschaft und es gab Unternehmen, die gleich auf Kommunikation mit den Finanzakteuren gegangen sind, sodass da also eine wechselseitige Kommunikation stattfand und sodass auch die Realwirtschaft so etwas von diesem Finanzfeuer mitbekommen hat. Und das haben sie dann eine Zeit lang eben halt über diesen Shareholder Value gemacht. Das wäre die zweite Stufe der Kaskade. Die dritte Stufe besteht darin, dass ein der damals sehr angesehene Banker gesagt hat, an sich wäre es doch gut, wenn der Staat auch sich gleichsam oder wenn die Regierenden sich gleichsam in das Schlepptau der Finanzmärkte und auch der Realwirtschaft, die jetzt also auch etwas finanzialisiert ist, abnehmen würden. Das heißt, wenn die Regierenden hinschauen würden, wie stark die Finanzmärkte die Regierung oder die normale Wirtschaft beeinflussen, dann sollten auch die Regierenden sich in das Schlepptau der Finanzmärkte begeben. Dritte Kaskade. Die Regierenden sind gleichsam in Geiselhaft genommen worden von einmal der Realwirtschaft und ihrer Finanzialisierung und den Finanzmärkten. Wie geht es weiter? Die Realwirtschaft und der Staat, der jetzt in Geiselhaft genommen worden ist, drückt auf die Arbeitsverhältnisse. Und das natürlich auf breiter Front. Das können wir nachher noch sehen, wenn ich die Frage der Arbeitswelten stärker hier mit dieser Komposition der Finanzmärkte und der Beschleunigung dieser Kaskade zu sprechen komme. Die Arbeitsverhältnisse, das will ich nachher noch stärker ausführen. Aber es ist klar, dass jetzt der Druck natürlich sowohl auf die erwerbstätigen Männer als auch auf die Frauen, die eben halt zwar nur Teilzeit arbeiten, aber dafür natürlich auch geringere entsprechende Einkommen beziehen. Und dann kann man sagen, was ist die letzte Stufe der Kaskade? Die Haushalte. Die Haushalte, das sind doch Privatsphären. Aber die Sphären der Haushalte sind Frauen und Männer und Kinder. Ja, in der Regel auch Kinder. Und man könnte vermuten, ja, das ist doch ein völlig abgeschirmter Bereich, diese Privatsphäre. Da können doch weder die Finanzmärkte, noch die Realwirtschaft, noch der Staat, noch die Erwerbstätigen und die Manager in den Betrieben hineinfunken. Diese sogenannte Privatsphäre ist längst durchlöchert. Durchlöchert durch bestimmte Ansprüche, die Firmen oder die Betriebsleiter an diejenigen, die zwar privat jetzt zu Hause sind und eigentlich Freizeit haben, ansprechbar sind. Die werden angerufen, die müssen bestimmte Anfragen auch beantworten. Die müssen auch mal eben aushelfen und, wie man so schön sagen könnte, den Betrieben eine Zeitspende liefern. Also diese sogenannte Privatsphäre ist durchlöchert und ist zum Teil auch betroffen von den Beanspruchungen
der Realwirtschaft oder der Betriebe und schleppt auch dann, wenn sie nach Hause kommen, sich ausruhen wollen, schleppen sie sehr viel von den Belastungen der Arbeit, der Erwerbsarbeit mit sich in die Privatsphäre hinein. Das trifft die Männer, das trifft die Frauen, eher noch die Frauen. Und natürlich wird sich das auswirken auf die Art und Weise, wie die Kinder ihre Eltern anschauen und behandeln. Damit wäre ich eigentlich mit dem ersten Abschnitt schon mal am Ende. Wir können darauf gleich dann würde ich vorschlagen, eine Reaktion hören. Es gibt ein Mikro, damit das ein YouTube hörbar ist, dann könnt ihr, Rainer Martin, dann könnt ihr auch einfach etwas dazu sagen, was für Impressionen ihr habt oder auch Fragen. Ansonsten habe ich tatsächlich auch drei Eindrücke, aber die stelle ich erstmal hinten an. Da würde ich erstmal schauen, ob ihr was dazu sagen möchtet. Darf man eben fragen, ist das denn zeitlich noch machbar oder hätte man das ein bisschen kürzen können? Weil wir können ja nicht alle drei Sachen so, so ja. aus. Ich finde es hochinteressant, dass man das ein bisschen ausführlich macht. Auch. Ja, also wie gesagt, man kann es ja auch nachlesen, aber ich wäre schon gut, wenn, wenn ich so eine Resonanz und eine Reaktion da hätte. Das wäre ja nicht schlecht. Ja, also. Also gerne fange ich mal an. Und zwar ist im oberen Abschnitt ins Auge gefallen mit der berühmten Glückwunschkarte an die Freundin. Ne? Ja, dann erreicht die Geburtstagskarte die Freundin erst nachträglich. Da habe ich mir dazu geschrieben, na und? Also, ja, man denkt immer, um Gottes Willen, gell, jetzt habe ich das verpasst und so weiter. Und jede Wette, die Karte kommt zwei Tage nach dem Geburtstag an und die Freundin freut sich riesig. 100%. Und das andere, was ich anmerken wollte, das ist, dass man immer meint, man könnte Zeit sparen. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. In dem zweiten großen Abschnitt steht ja unten, den Betrieben wird eine Zeitspende gestiftet. Also ich denke mal, das geht dann so vor sich, dass man ein bisschen mehr Zeit im familiären Bereich hat und diese Zeit dann nutzt, um vielleicht noch ganz schnell ein paar E-Mails zu erledigen betrieblich, ne? Oder noch eine kleine Zoom-Konferenz oder so und ein paar Akten studieren und dass man meint, man hätte dadurch wiederum Zeit gewonnen. Und das ist ja nicht so. Das Ganze ist ja ein Riesenräderwerk und hört nie auf. Man hat dadurch nichts verbessert und nichts erreicht, ist meine These. Ja, mir ist zu dem Thema Beschleunigung in den Sinn gekommen, die Beschleunigung an den Finanzmärkten. Sie sagen, Geschäftsabschlüsse finden dann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden statt, ja. Weil sie automatisiert ablaufen. Was sind diese Geschäftsabschlüsse in Wirklichkeit? Da werden Anteile von Unternehmen gekauft und verkauft. Und die Algorithmen, die das entscheiden, berücksichtigen irgendwelche Kriterien für ihre Entscheidung. Welcher Investor welchen Anteil an welchem Unternehmen jetzt verkauft und sofort an welchem anderen Unternehmen einen anderen Anteil kauft. Dadurch fallen natürlich völlig unter den Tisch unternehmerische Erwägungen in der Führung eines Konzerns, dessen Anteile gekauft oder verkauft werden. Das heißt, alle, wenn die Entscheidungen, wie viel Geld schließlich ein Unternehmen zur Verfügung hat auf dem Finanzmarkt, wenn die nur noch von diesen finanzorientierten Algorithmen entschieden werden, dann zählt tatsächlich nur noch das Interesse der Kapitalvermehrung. Alle anderen Interessen einer Unternehmensführung bleiben, müssen außen vor bleiben. Das heißt, das ist doch eigentlich wirtschaftstheoretisch ein völliger Unfug. Ja, in der Regel war die Folge auch
dieser Aktivitäten und diese Art Finanzgeschäfte zu erledigen, eben halt über die Algorithmen, über den die Folge war der Crash. Ja. Ne? Und die Leute, die jetzt im Augenblick beim Herrn Habeck sitzen, das sind, ich glaube, zwei ehemalige Finanzakteure, nicht Finanzakteure, sondern Finanzkritiker. Die sind da gelandet. Und der dritte ist im Augenblick dabei oder ist dabei schon seit längerer Zeit eine Bewegung, Finanzwende zu sagen. Und der beschreibt genau, dass sich gar nichts geändert hat nach dem Crash und auch schon gar nichts geändert hat, nachdem der Staat gleichsam die Banken gestützt hat und das auf die Steuerzahlenden nachher abgeladen hat an Kosten. Also wenn man noch die sogenannten Derivate, die außer der Börse überhaupt gehandelt werden, nimmt, dann kann das auch keiner mehr wissen, was da läuft. Man hat in den USA hat man versucht, das irgendwie einzuschränken. In Deutschland ist es nicht gelungen. Jedenfalls können diese Experten oder die Leute, die Finanzwende jeder noch mal beschrieben haben, die können das rechtfertigen, dass die Deutsche Bank immer noch die extrem niedrige Eigenkapitaldeckung hat. Die hat das gar nicht verändert, obwohl die G20 damals am Anfang gesagt haben, es muss eine Kapitaldeckung von ja, mindestens 80% sein. Also eine Eigenkapitaldeckung. Das hat doch keiner mehr gemacht und es geht doch genauso weiter wie vorher. Ne? Vielleicht mal mit einigen Dellen, aber das ist genau richtig. Das Ganze ist überhaupt nicht mehr überschaubar gewesen. Weil es auch diese Derivate, diesen außerbörse Handel gibt, das ist überhaupt nicht irgendwo fassbar geworden. Ne? Und das war ja auch die Ursache für diesen Crash, ne? Weltweit. Ich muss dazu sagen, dazu passt nämlich auch eine Erinnerung, die ich habe. Es ist eine grobe Erinnerung, es ist aus einer Vorlesung Finanzen 1 an der Goethe-Uni. Das war nach dem Crash und was uns damals sehr verwundert hat, war, dass das Verhältnis von dem, was an Finanzwirtschaft gehandelt wird und dem, was realwirtschaftlich bemessen wird, wirklich auseinanderzudriften scheint. Und das war für uns eigentlich nicht zu erklären, also nicht zu begreifen, wenn ich ehrlich bin tatsächlich, dass da so eine Riesendifferenz war, also in dem, was man denen an Geldwert zuschreibt. Ja, also diese Kaskade ist ja auch nicht so in dieser Wucht durchgezogen bis zum Ende, sondern blieb ja innerhalb der Finanzwelt und die konnten natürlich da einfach auch Spekulationen oder Spekulationsgelder verbreiten und das Ganze lief im Spekulationsbereich und im Kreis auch. Ne? Also das ist klar, dass jetzt diese drei Leute, die das damals diese Finanzwende noch mal reflektiert haben, dass sie das noch mal bestätigen, dass das im Grunde genau so läuft, wie es vor dem Crash gewesen ist. Und na gut, jetzt gibt es noch irgendwelche Sperren, aber es läuft in großen Mengen einfach so weiter, mehr oder weniger. Und es wird geduldet und keiner kann es verhindern. Und na ja, aber man kann darauf hoffen, oder es wird gehofft, dass es eben noch so ein bisschen stabil, instabil bleibt. Veränderung wäre nur möglich, wenn dieses automatische System verändert würde, nicht wahr? Ja, wenn auch der außerbörsliche Handel, wenn der Derivatehandel, das ist ja so ein reines, wie soll man sagen, das ist ein Nebel, eine Nebelwelt, ne? Die wird zugelassen. Irrational. Ja, ja. Nee, das ist alles höchst gefährlich. Ich muss allerdings sagen, wenn ich noch ganz kurz darf, ich glaube, dass es aber durchaus eine gewisse Akzeptanz dafür gab, weil ich versuche mich an diese Szene zu erinnern, an diese Vorlesung, wo das eigentlich auffallen müsste. Eine grafische Darstellung, Finanzmärkte, so und so viel Milliarden, Realwirtschaft, so und so viel Milliarden, eine riesen Diskrepanz. Das Bild habe ich noch vor mir und es haben ein paar Leute darüber diskutiert, aber es wurde nicht wirklich in der Vorlesung diskutiert. Nach meiner Erinnerung, vielleicht irre ich mich, aber das... Nee, man hat das, also
man lässt das erstmal ruhen. Und natürlich sind verschiedene, zum Beispiel die USA, sind ja nicht einfach jetzt hier zu übertragen auf ein europäisches Feld. Und dann gibt es immer auch wechselseitige also Verhaltensstörungen, dass die europäischen Banken nicht nachziehen, was also eigentlich weltweit vorgesehen war. Das ist auch nie zu einem gemeinsamen, zu einer Übereinstimmung gekommen, wo gleichsam weltweit, ob das nun Japan ist oder ob das damals noch die Sowjetunion oder Russland war, das blieb erstmal alles offen. Und das waren ja auch die Folgen davon. Aber ich denke, wir sollten das nicht zu weit ausweiten, weil sonst sind wir noch länger hier. Ich würde jetzt gerne auf die nächste Hälfte zu sprechen kommen, das Rätsel der Zeit. Denn das ist schon das Erste, was ich eben schon hätte sagen wollen. Die Zeit gibt es nicht. Oder sie gibt es nur als Hauptwort. Und Hauptwörter taugen für nichts. Hauptwörter erklären nichts. Die kann man nebeneinander reihen. Das wird gleich nochmal der Herr Wittgenstein so schön verdeutlichen. Aber das ist Wort, Hauptwörter nebeneinander gereiht, erklären sich überhaupt nicht. Man muss schon einfach auf eine andere Ebene, auf eine untere Ebene der Tätigkeitswörter kommen. Das will ich mal versuchen. Das Rätsel der Zeit. Ein ganz hervorragender, hervorragender Gewährsmann, oder ja, Gewährsmann ist der heilige Augustinus, also der Philosoph und Theologe. Der fragt ganz unvermittelt, was ist denn die Zeit? Und dann gibt er zu, wenn mich niemand fragt, weiß ich's. Wenn ich es einem Fremden erklären soll, dann weiß ich es eben nicht. Aber eins weiß ich, gäbe es nichts Vergangenes oder wenn nichts verginge, so bringt das ein bisschen sprachlich verschlüsselt, wenn nichts verginge, wenn nichts käme und nichts wäre. Das ist ja, wenn wir das hören, könnte man sagen, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Interessanterweise genau in dieser Reihenfolge. Wir würden ja sagen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Nee, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Das heißt, die Gegenwart, die gibt es, aber in irgendeinem Strich nur, mehr nicht. Aber was vergangen ist und was kommen und was wir erwarten, ja, darüber können wir viel reden. Aber über diesen Strich Gegenwart, der huscht an uns vorbei. So. Das ist, glaube ich, so das, was er da meint. Dazu will er natürlich nochmal sagen, die Gegenwart ist ja schon längst weg. Und das, was wir erwarten, ist ja noch gar nicht da. Was bleibt denn dann noch übrig für das, was wir dann, oder was er dann auch mal so Gegenwart nennt? Das nennt er auch nicht gerne als Gegenwart. Sondern er sagt noch darüber hinaus, es sind ja nicht die Dinge, die da geschehen sind, oder die Dinge, die erwartbar sind, sondern es ist gleichsam, es sind die Bilder. Jetzt habe ich mich verlaufen. Wo bin ich denn da? So. Es sind nicht die Dinge, sondern die Bilder und die Worte. Und diese Bilder und Worte sind nur in der Seele. Das ist gewagt. Aber anders geht es gar nicht. Wenn wir uns erinnern, ist nur die Seele
in der wir uns erinnern oder was wir erwarten oder was wir anschauen. Das geschieht nur, ja, später wird man sagen, im Bewusstsein. Aber Augustinus nennt das die Seele. Aber vielleicht ist Bewusstsein die modernere Form. So, das wäre mal Augustinus. Aber das ist schon mal eine interessante Deutung dessen, was Zeit ist. Ne? Dass er gar nicht über die Zeit redet, sondern über nur das, was verging, was weg war und was kommen würde. Und das Dazwischen. So, jetzt mal die Art und Weise, wie wir mit der Zeit umgehen. Wir sagen, die Zeit, jetzt, wir sind wieder in den Hauptwörtern. Die Zeit vergeht, die Zeit zerrinnt, die Zeit wird knapp. Das sind abstrakte Hauptwörter, die strahlen eine imperiale Würde aus, allemal. Nicht, wenn man moderne Texte sie liest, dann merkt man auch, wie eine Flut von Hauptwörtern den Text füllen, statt dass da über Handlungen, über etwas, was geschieht, gesprochen wird. Nein, das sind immer, gerade die Ökonomen können das wunderbar, immer in Hauptwörtern. Nicht? Damit wird im Grunde gar nichts ausgesagt. Das sind die Hauptwörter. Wenn man die aneinander reiht, dann prallen alle Fragen oder alle neugierigen Fragen oder was gerade geschieht oder getan werden sollte, das ist jetzt Aktivitäten, das sind jetzt die Tätigkeitswörter, etwas, was geschieht oder was getan werden sollte, die prallen an diesen Hauptwörtern einfach ab. Wenn wir mal die Art und Weise, wie wir reden, auch vor allen Dingen, oder wenn wir schreiben, wie wir in Hauptwörtern, wie schnell wir in Hauptwörtern reden und damit gar nichts sagen. Also, wenn man sich nicht Mühe gibt, auch nochmal Tätigkeitsworte zu sagen. Das ist also die Art und Weise, wie wir mit der Zeit umgehen. Das heißt, wir machen da ein Hauptwort raus und wissen gar nicht, was das ist. So, also diese neugierigen Fragen, die lassen wir gar nicht an uns herankommen. Und deshalb spürt die Sprache uns auf Abwege. Manche sagen, die Sprache verhext den Verstand. Wir sagen ja nicht, ich habe Gesang, ich habe Lauf. Ist ja idiotisch, ne? Da Hauptwörter zu nennen. Sondern wir singen, wir laufen. Also das ist einfach das Tätige. Wenn wir über die Zeit reden, sagen wir auch, die Zeit, auch wieder, die Zeit strömt dahin, wie ein reißender Fluss. Oder die Zeit schleicht da vorbei wie eine Schnecke. Oder die Zeit rennt da weg wie ein scheues Reh. Immer wieder die Zeit, die geht uns so aus dem Mund raus, aber ist im Grunde tatsächlich eine Lehrformel, die nichts sagt. Bisher jedenfalls so. Man kann das nachher noch ein bisschen deuten, dass vielleicht doch was gesagt wird über die Zeit. Aber jetzt bis dahin, also ist es einfach nur wieder die Wiederholung dessen, was wir so alltäglich immer sagen und was du auch als erstes gesagt hast, die Zeit. Da habe ich gedacht, hu, da schockt schon wieder, ich lasse es abprallen. Ludwig Wittgenstein, das ist ja der bedeutende Philosoph der Logik und der Sprache, der meint, wir sind überhaupt nicht in der Lage, fundamentale Einsichten in das Wesen der Zeit zu gewinnen. Jetzt kommt nicht nur die Zeit, sondern das Wesen der Zeit. Das ist ja noch schlimmer. Wir stolpern in eine Sprachfalle hinein. Das ist seine Meinung. Wenn wir aus dem Hauptwort Zeit jetzt noch mal einen metaphysischen Begriff konstruieren, das Wesen der Zeit, das ist ganz, ganz völlig daneben. Es gäbe da ein einheitliches Wesen, das wir ergründen könnten. Das Rätsel der Zeit, so sagt er, lässt sich nicht in einer Definition lösen. Es ist ja auch niemand in der Lage oder überhaupt interessiert daran, die Definition eines Stuhls zu behaupten. Also so krass geht er da mit diesen Hauptwörtern um. So, und jetzt habe ich da noch meine, das ist so aus dem Buch, eher so meine Form, die ich da gefunden habe, von Armin Nasseri. Der hat eine
wirklich akribische Spurensuche gemacht der neu aufgelegten Publikationen über Zeit. Die sind ja jetzt in den letzten Jahren sind die ja wieder ungeheuer gewachsen. Er hat ein Buch wieder aufgelegt, das heißt Die Zeit der Gesellschaft. Das ist eine ganz andere Dimension jetzt. Die Zeit bleibt erstmal Zeit, aber es geht um die Gesellschaft. Es geht um eine soziologische Theorie der Zeit, daran ist er. Die Entstehung der Zeit im Bewusstsein versucht er zunächst mal zu beschreiben. Das ist auch schon mal eine Wendung, dass gleichsam das Bewusstsein Zeit entstehen lässt. Das ist ganz umgekehrt. Das ist mal behutsam gesagt. Die bisher als Zeit des Bewusstseins gedeutete Zeit, das ist immer noch um die Zeit, ist eine Zeit des Subjekts und der Individualität, aber die bleibt defizitär. Das Subjekt allein und das Individuum allein kann nicht im Bewusstsein Zeit fassen, sondern das geht nur intersubjektiv. Also das ist jetzt gleichsam der Durchbruch aus diesen Hauptwörtern heraus. Es sind Beziehungswörter, also es sind Beziehungen. Zeit ist eine Beziehung. Das ist schon, ja, da muss man erstmal Augen zu machen, Ohren zu machen und wahrscheinlich nachdenken. Und das will jetzt hier Nasseri beschreiben. Er nimmt aber auch noch andere Autoren, die er dauernd mitzitiert. Er bezieht zwar die Modalitäten, also die Vorstellungen der Vergangenheit und der Zukunft auf eine Urgegenwart, um die Entstehung der Zeit im Bewusstsein zu beschreiben. Aber das reicht ihm nicht. Ich habe es eben schon gesagt, es geht ihm um Intersubjektivität. Das heißt, Zeit ist eine Beziehung zwischen wem und zwischen was. Die bisher als Zeit des Bewusstseins gedeutete Zeit des Subjekts und der Individualität wird jetzt gleichsam übersprungen. Die muss man ausblenden. Also die Zeit des Subjekts und der Individualität. Man muss zwischen Subjekten, die intersubjektiv verortet sind, gleichsam das beschreiben, was wir so hauptwortartig Zeit nennen, nämlich die Beziehung. Das ist etwas anderes. Die Sphäre ist bisher immer ausgeblendet worden, die zwischen den Subjekten intersubjektiv sich verortet. Also die Beziehung ist das Entscheidende, wenn man von Zeit spricht. Also, und die Beziehung ist ja jetzt wieder ein Hauptwort, sondern es geht darum, wie ich mich auf dich oder andere beziehe. Da entsteht Zeit. Und auf das, was geschieht? Das kommt jetzt als Letztes. Denn da hat sich ein George Herbert Mean daran gemacht, dass das alles noch zu intellektuell ist. Sondern er sagt, Handlung ist das Elementare, was kollektiv geschieht. Also was kollektive Beziehungen schafft. Handlung. Das ist natürlich der US-amerikanische Pragmatismus, wie er lebt und lebt. Ne? Und ob das jetzt nochmal wieder aufgearbeitet wird, aber also mich hat es einfach so bewegt auch, dass dieser George Herbert Mead ist ein US-Amerikaner, der den Sinn des US-amerikanischen Pragmatismus nun in den Begriff des Handelns hineingeschoben hat, kann man sagen. Das heißt, es wird das Handeln nicht subjektphilosophisch, also vom Bewusstsein her, sondern Handlungen zeichnen sich dadurch aus, dass der Horizont der Vergangenheit und der Zukunft in das Handeln hineingeschoben wird. Das Handeln erfasst das, was ginge, was war und das, was erwartet werden kann. Und das geschieht im aktuellen Handeln. Das ist so, dass dieser Handlungsablauf
der Vergangenheit und Zukunft gleichsam in sich aufnimmt und einbaut, dass darin Zeit entsteht. Also das, was wir Zeit nennen, entsteht in dieser Handlung, in dieser Beziehung zwischen den Handelnden. Das muss man mal schlucken, glaube ich. Also sehr dynamisch gedacht. Ja, ja, ganz und gar. Also von der Beziehung her und von der Dynamik. Ja, das wäre mal jetzt das Rätsel. Das heißt, das Rätsel der Zeit, das Rätsel der Zeit gibt es so nicht. Das wäre meine Antwort darauf. Das können wir jetzt mal wegschmeißen. Das Handeln, ist das nicht nur die eine Seite? Gehört nicht dazu auch die Wahrnehmung dessen, was geschieht? Das kann nur im Handeln geschehen. Ohne das Handeln. Wenn ich meine Wahrnehmung als Handeln sehe, dann stimme ich zu. Ja, also hier geht es immer oft, also da ist vielleicht ist es zu stark, diese Kontroverse zwischen Bewusstsein. Das war ja jahrhundertelang. Nicht? Das ist ja bei Augustinus schon angefangen mit der Seele. Und seitdem ist diese ganze Tradition immer nur eine Bewusstsein, immer eine Bewusstseinsfrage. Und jetzt kommt das zurück wieder. Auf das Beziehungshandeln. Ne? Für mich ist, also mit Bewusstsein kann ich was anfangen in dem Zusammenhang, nur ich erlebe dann, ich meine mit Bewusstsein eben auch die Beziehung zur Realität, in der ich mich sehe. Bewusst werden, ich werde mir ja nicht nur meiner selbst bewusst und dessen, was ich tue, was ich handle, sondern bewusst werden dessen, was geschieht. Deswegen komme ich immer wieder auf das Geschehen. Ja, das ist natürlich... Darin erlebe ich Ablauf, darin erlebe ich Zeit. Ja, die Frage ist nur immer, bin ich der Außenstehende, der jetzt gleichsam etwas wahrnimmt, Bewusstsein, oder bin ich schon drin in dem Prozess? Ich meine natürlich, das wird ja sein. Das heißt, diese schöne CAJ, auch von Johannes Paul, nenne ich Johannes Paul, darf man ja gar nicht nennen mehr, aber weder Franziskus noch Johannes Paul II. Aber nee, ich bin schon längst in diesem Prozess drin und dann nehme ich ihn wahr. Also ich würde jetzt sagen, diese CAJ-Formel und auch die vom Johannes im 23. übernommene Formel, sehen, urteilen, handeln, das ist ja die CAJ-Formel, das kann ich ja umdrehen. Das macht der Emin. Handeln, urteilen und dann sehen. Genau umgekehrt. Da ist was dran. Das meine ich gerade. Erst im Kopf, das Bewusstsein sieht etwas und dann geht es damit um. Das soll hier jetzt also mal umgedreht werden. Wie ich sehe, kommt ja durch mein Handeln zustande. Ja, eben. Das Handeln ist das Erste. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber dass man erst das Bewusstsein hat und dann, jetzt kann ich auch danach handeln. Das will er ja auch gerade durch diesen US- oder den amerikanischen Pragmatismus aushebeln, weil das Handeln das Erste ist. Das hat was, irgendwas hat es. Also mich hat es natürlich auch sehr bewegt, dass das Handeln das Erste ist. Man könnte es aber auch anders sehen, also diese Sache mit Wahrnehmung und in dem Prozess drin sein, das ist ja, also könnte man ja auch von anderen, also von der physikalischen Betrachtung der Zeit, ist die Wahrnehmerperspektive ja meines Wissens auch relevant. Ja, sie ist aber immer, also hier würden Sie immer sagen, es ist immer nachrangig, das ist das Zweite. Also wenn dieses Sehen, Urteilen, Handeln so schön sich Ablauf, also so schön darstellen kann, müsste man eigentlich von hinten schieben, ne? Das Handeln, Urteilen und dann das Bewusste. Aber gut, das ist jetzt, ich habe das jetzt mal so ein bisschen sehr stark auch profiliert. Ich finde, es ist eine Umkehrung immer des jahrhundertelangen Bewusstseins. Ne? Diese ganze Bewusstseinsphilosophie, die macht ja krank auch. Also die macht unfähig, was zu tun. Zu handeln. Also nicht tun, irgendwas tun, sondern zu handeln. Oder sich hineinzubegeben in einen Prozess, der längst mit mir läuft oder in den ich längst eingebettet bin. Das ist, glaube ich, die Schärfe hier bei dieser
Also ich glaube, was da Augustinus uns vielleicht auch sagen will, dass die Kunst darin besteht, im Hier und Jetzt, also in der Jetztzeit, zu leben und zu handeln und nicht immer schauen, was war denn früher oder was muss ich denn noch machen für die Zukunft oder so, sondern mal schauen, ich bin hier und jetzt bin ich da und jetzt ist die Zeit. Zeit ist nicht. Die Zeit kann nicht sein. Es ist ja das Verrückte ist ja, Moment, das muss ich ja irgendwo auch da stehen haben, dass der Nassei von einer Urgegenwart redet. Ja. Das ist eben auch dieser Schnittpunkt überhaupt, wo wir eigentlich immer noch in dem, was ginge, sind und schon in dem, was wir erwarten. Ja. Und da ist vielleicht mal so ein Strich, mehr nicht. Ja, ja, ja. Genau. Und das ist das, was der Nassei da meint, die Urgegenwart. Aha. Das muss irgendwo, wenn ihr das wollt, könnt, das muss auch nachlesen können. Das muss da irgendwo stehen mit der Wo ist denn die Urgegenwart? Das ist da beim Nassei am Ende, ne? Das ja. In der dritten Zeile. Aber wann ist denn die Urgegenwart? Ja, die greifst du gar nicht. Ah ja. Weil du kommst ja aus dem, was ginge, in das, was du erwartest. Aber trotzdem, aber die einzige Wirklichkeit ist doch die Gegenwart. Weil was vergangen ist, ist ja nicht mehr, ist ja keine Wirklichkeit mehr. Ja. Vergangenheit kann ich nur durch Erinnerungen wachhalten. Ja, das ist nicht mehr. Und Zukunft ist noch lange nicht, hat auch keine Wirklichkeit. Die einzige Wirklichkeit ist doch das Jetzt. Aber wenn ich dazu was ergänzen darf, das Jetzt ist jetzt ja schon vorbei. Ja, ja. Das ist sozusagen, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen pauschal. Ja. Das jeweilige Jetzt. Das jeweilige Jetzt. Ja, also mich beschäftigt in dem Zusammenhang auch immer wieder die Aussage von Albert Einstein, Zeit und Raum haben keine Realität in sich, sondern sind nur Anschauungskategorien des Menschen. Ja, der Beine, der Arme, der Seele, bei Augustinus ist die Seele und bei diesem Typen hier, da ist es einfach dieser, das rauscht vorbei. Ja, natürlich. Ich habe da nichts dagegen, dass es vorbei rauscht. Weil das eine rauscht vorbei, das nächste ist sofort da. Gegenwart hat ein Wesen, das Wesen der Gegenwart ist Veränderung. Es ist schon vorbei. Die Veränderung ist schon die Erwartung. Ja. Die Erwartung. Ja. Und die Veränderung von Erwartung in Vergangenheit ist die Gegenwart, ne? Und eigentlich, ich gehe mal vielleicht auf eine ganz andere Ebene. Mich beschäftigt im Zusammenhang mit Zeit, ich kann immer nur im Jetzt leben. Also das ist die Zeit des Lebens. Mein Leben findet immer im Jetzt statt. Alles, was Vergangenheit ist, ist natürlich ganz wichtig für meine Gegenwart, denn aus der ist meine Gegenwart geworden. Und natürlich ist auch die Zukunft wichtig für meine Gegenwart, weil von meiner Gegenwart, da ist ja der Ausgangspunkt für das, was wird. Was geworden ist, was vergangen ist, daraus wird Neues. Also eigentlich das Wesen für mein Lebensgefühl ist das Wesen von Zeit die Veränderung der Gegenwart. Das sind alles Hauptworte. Das ist das, was jetzt ist, sich verändert, sage ich gerne. Das sind alles Hauptworte, ja. Ja. Das sind, das ist, die Veränderung, dass sich alles, dass sich die Frage, ich ändere mich, meine Umwelt, meine Umgebung verändert sich, alles. Ja. Und das Interessante ist, wie verändert sich das jetzt, was mich bewegt, wie ich lebe. Aber darf ich kurz dazu sagen, ich glaube, dass mit dieses Leben im Moment, wenn man darüber nachdenkt, ist das auch viel, also zumindest wenn ich jetzt versuche, über meine Perspektive nachzudenken. Ich kann den Moment nicht fassen, aber ich erwarte immer so die nächste Zukunft, aber das ist natürlich Erwartung. Aber den Moment kann ich nicht vollbewusst erleben. Das finde ich jetzt auch nicht schlimm, das ist ja auch relativ unproblematisch.
aber ich den... Das kommt darauf an, wie ich den Moment definiere. Also ich kann natürlich physikalisch und mathematisch die Gegenwart und den Moment auf ein Nichts reduzieren. Ne? Denn ein Punkt hat ja keine Realität mehr, hat keine Ausdehnung mehr. Aber wenn ich mal von dieser strikten mathematisch-naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise weggehe, in einem mehr... vielleicht pragmatisch, weiß ich nicht, ob das philosophisch ist, oder in einem mehr, wie halt mein Lebensgefühl ist, daran gemessen, ja, dann hat der Moment immer eine gewisse Ausdehnung. Ja. Das Jetzt hat immer eine, das dehnt sich, das Jetzt, also mir persönlich ist halt das Jetzt ganz wichtig. Ja. Aber würdest du sagen, dass das Jetzt durch dein Handeln bestimmt ist oder nur eher durch die Wahrnehmung? Also ich glaube, Wahrnehmung ist auch Handlung. Ja, also, weil das würde ja dann doch bis irgendwie jetzt passen. Ist ein Gesamtbild von Dingen, die mir auf mich zukommen und die ich tue. Und das ist mein Einatmen, mein Ausatmen, das ist mein Herzschlag, das ist meine Gefühlslage, das sind meine Gedanken. Das ist aber auch eine ganze Menge von anderen Bedingungen, die aus der Vergangenheit kommen und Zukunft vorbereiten. Dieses Jetzt ist dann für mich ein so reichhaltiges, vielfältiges Geschehen, das aber in permanenter Veränderung ist. Ja, dann ist es entweder das eine oder das andere. Ja, das, also ich sperre mich im Moment, glaube ich, mal, vielleicht ist das eine Art Advocatus Diaboli, aber ich sperre mich mal gegen so ein philosophisches Denken. Ich möchte gerne mal ansetzen an dem, wie mein Bewusstsein vom Leben, vom Jetzt ist. Und wie ich denn Zeit erlebe und wie der Augustinus ja sagt, wenn mich jemand anspricht und so, dann weiß ich, was Zeit ist. Auf dieser Schiene möchte ich mich mal bewegen. Nicht auf der anderen, die er dann anschließt, wenn ich Zeit erklären soll, dann weiß ich nicht. Ja, ich muss auch nicht Zeit erklären, aber ich möchte gerne das Wort Zeit dafür nutzen, mich mit anderen Menschen zu verständigen. Das geht nicht. Man kann mit Hauptwörtern kann man keine Beziehung aufnehmen. Mit Hauptwörtern. Ja, ich stimme gerne zu, ja, aber da habe ich kein Problem, das durch Tu-Wörter zu ersetzen. Das heißt also, wenn ich denke, wenn ich atme, wenn ich lebe, wenn ich mit anderen, wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, wenn ich mit dir spreche, wenn wir uns anschauen, das ist ja ein Geschehen, das geschieht jetzt und hier läuft etwas ab. Und das ist jetzt ganz wichtig. Aber darf ich, also auch, das ist jetzt wirklich ironisch, dass ich das sage, aber um die Zeit bis zum nächsten Kapitel ein bisschen kurz zu halten. Aber was du sagst, sind durchaus Handlungsoptionen. Also man könnte, glaube ich, dazu schon, aber aktives Geschehen. Ja, aber nicht nur meines. Das ist immer in Beziehung zum Handeln von anderen auch. Ja, aber das läuft wahrscheinlich nicht in diesem Strich da, der Urgegenwart. Nein, der nicht sogenannten Urgegenwart. Einverstanden. Diese Handlung noch. Aber ich glaube, das kann man, irgendwas ist da schon dran, dass das kann ja nicht eine Nullsumme oder irgend sowas sein. Das Leben ist nicht ein Null. Aber wenn das, also hier die Sache mit dem Wort Urgegenwart, da fängt da irgendwas ein. Das ist ein Urelement, was sowohl auf Erwartungen, und nicht sowohl als auch, sondern was auf Erwartungen oder auf Erinnerungen zurückgreift oder hinweist. Und ich glaube, das ist so ein oszillierendes, nichts kann man nicht sagen, aber etwas Oszillierendes, was nicht greifbar ist gegenüber Erwartungen und Erinnerungen. Und diese Urgegenwart, also ich finde das Wort schön, ich sage gerne jetzt. Mir ist wichtig geworden, auf einer ganz anderen Ebene, was wir in der Liturgie sagen, Ewigkeit, jetzt und in Ewigkeit. Diese Kombination jetzt und in Ewigkeit, mich hat mal jemand aufmerksam gemacht, dass er aus meinen Worten oft, dass es hört, jetzt und in Ewigkeit. Ich habe das dann auch mal gemalt, ich habe ein Gemälde gemacht mit dem Titel Jetzt und in Ewigkeit. Für mich ist, ich glaube nämlich, die Zeit, wohin die Zeit steuert, also das Ende der Zeit, liturgisch, biblisch gesprochen, ist immer das Jetzt. Das heißt, Christus vorausgehen, immer ins Jetzt hinein. Das Jetzt ist das Ziel von aller Zeit.
Also ich weiß damit ja auch einen ganz anderen Bereich. Ja, ja. Ich denke da, also ich finde es tatsächlich spannend. Ich finde auch diesen Lehraustausch ziemlich cool. Aber ich fürchte, vielleicht machen wir noch ein bisschen weiter. Genau. Wir haben da nachher vielleicht noch gelegen. Ja. Jetzt kommt eben halt, also das Rätsel der Zeit ist ich habe das jedenfalls, mich hat es etwas fasziniert und vor allen Dingen, mir ist ganz wichtig, dass das jetzt nicht einfach dann doch wieder mit, also substantiviert wird, sondern dass es eingebettet wird jetzt in Arbeitswelten. Das war mein Anliegen jetzt auch. Und da habe ich jetzt mal so zwei Listen gemacht. Die erste Liste ist wahrscheinlich banal, weil da wird jeder, es kann sein, dass die meisten dann sagen, ja, das ist ja tatsächlich ist irgendwie, es ist auch ein bisschen, ich glaube, es ist idealistisch ein bisschen geschrieben. Und hier, also es geht einfach darum, die Arbeitswelten sind meiner Meinung nach in radikale Widersprüche eingebettet. Und deshalb habe ich mal, die sind nicht eingebettet, sondern sind einfach hier unterschieden, ganz brutal. Links befreiende oder Arbeitswelten, die befreien. Und dann die Menschen, kann man sagen, natürlich jetzt also auch wieder das mit der Zeit, dem Rätsel der Zeit und den Aktivitäten. Und auf der anderen Seite sind sie belastende Elemente. Ich will das jetzt mal trennen zwischen dem linken Teil, das lässt sich schnell machen, weil ich denke, dass da viele eher zustimmende Dinge auch zur Sprache kommen. Ich fange an mit den Bauern, die mal abhängig waren gegenüber ihren Gutsherren und die eben durch das Steinedikt frei wurden. Wohnung, Arbeitgeber, Partnerin konnten sie frei wählen. Das ist Freiheit erstmal gegenüber dem, was sie da auf dem Gutshof erlitten haben. Dann ist natürlich das Schöne jetzt, das Befreiende, trotz allem, weil man kann ja rechts gleich sagen, ja, sie haben ja keine Arbeit gehabt und sie sind nicht entschädigt worden, während der Gutsherr alles weiterhin besessen hat. Aber sie haben die Chance gehabt, jetzt in die Arbeitsgesellschaft oder ja, selbst auch noch die Arbeitsgesellschaft mitzugestalten. Und sie haben die Chance gehabt, in dieser jetzt normalen gesellschaftlichen Arbeitsform oder Arbeitsgesellschaft, in die sie hineingestoßen wurden, in der Erwerbsarbeit, durch Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt für sich und die Familie zu sichern. Das würde ich jetzt zunächst mal als befreiende Arbeitswelt oder das befreiende Eintauchen in eine schon vorhandene Arbeitswelt ja auch sehen. Dann heißt das auch, dass sie jetzt den Lebensunterhalt, wahrscheinlich einen ganz anderen Lebensunterhalt gewinnen können gegenüber ihrer Knechtschaft oder gegenüber ihrer Abhängigkeit gegenüber den Großgrundbesitzern, durch die Erwerbsarbeit einen Lebensunterhalt für sich und die Familie auch gewinnen zu können. Das würde auch, meine ich, befreiend sein, nicht zu hungern oder gleichsam auf den Müll geworfen zu werden, sondern den Lebensunterhalt gewinnen zu können. Und dann, meine ich als nächstes, ist ja die Produktivitätssteigerung, die es durch gesellschaftliche Arbeit, durch diese Arbeitsgesellschaft gegeben hat, tatsächlich. Eine Steigerung des Einkommens, ganz erheblich. Nur, wenn daraus jetzt ein Wachstumszwang würde, ein Konsumrausch, dann würde ich sagen, diese Produktivitätssteigerung könnte, wird aber nicht. Sie wird gleichsam als Wachstum in Gang gesetzt und in Gang gehalten auch. Und natürlich dann auch als Ausbeutung der abhängig Beschäftigten. Aber sie könnte auch als Gewinn von Freizeit, von Selbstständigkeit oder von einem gleichsam aus diesem Hamsterrad oder aus diesem Radwerk der sogenannten gesellschaftlichen Arbeitsgesellschaft herauszutreten, Freizeit zu gewinnen. Wäre schön, passiert aber nicht. Sondern es muss dieses Wachstum auch jetzt wieder, die Pandemie hat schon angekündigt, Normalität bedeutet Wachstum, Schließen der Ketten und Wiedergewinnung von Wachstum oder regionaler Wirtschaft. Dann würde ich mal sagen,
ein Stück Befreiung könnte sein, dass Arbeitszeit jetzt gleichsam eigenständig organisiert wird und zugelassen wird auch von den, man könnte sagen, auf der einen Seite ist sie erzwungen worden, die sogenannten Wissensarbeiter oder die Arbeitskraftunternehmer haben sich einfach jetzt diese eigenständige Arbeitszeit erkämpft, haben also ihre Vorgesetzten dazu gezwungen, das mitzumachen, dass kein Souverän und eben halt auch Außenstehender in diese selbstständigen Arbeitenden hineinfunken kann. Normalerweise, also es gibt natürlich auch immer noch so Übergriffe, aber diese Souveränität der Wissensarbeiter oder der Arbeitskraftunternehmer, so wurden sie ja auch mal genannt, das ist wirklich ein Aufstieg. Das ist eine Steigerung der, würde ich mal sagen, eine Steigerung der Befreiungsmöglichkeiten innerhalb des Betriebes, aber auch nur begrenzt. Das hat sich nachher auch schon wieder ein bisschen verschoben in diesem schönen Wort der Arbeit 4.0. Da wurde das auch wieder anders. Aber immerhin, das war mal so ein Durchbruch. Dann würde ich mal zurückgehen, wie der ganze Prozess von jungen Leuten oder von Kindern, die durch Eltern behütet wurden oder die sich gar nicht viel um die jungen Leute oder die Kinder bemüht haben, wenn es gelungen ist, vor allen Dingen durch die intensive Arbeit der Eltern oder bestimmter Eltern, die dazu in der Lage waren, das sind ja auch schon mal Mittelschichteltern oder solche Eltern gewesen, die sich unheimlich angestrengt haben, gleichsam für ihre Kinder besondere Positionen zu erreichen. Wenn das nicht der Fall ist, fällt das schon mal weg, das ist dann keine Befreiung mehr, sondern es ist ein Fall, das kommt das, was auf der rechten Seite dann steht. Aber es gibt schon diese Aufstiegsmöglichkeiten, dass Berufe ergriffen werden von der Schule, ob es Gymnasium ist oder die berufliche Ausbildung und Weiterbildung, das Handwerk zum Beispiel und nicht jetzt gleichsam nur die intellektuelle Tätigkeit in der Wissenschaft oder sonst wo, dass eben halt auch handwerkliche und berufliche Fähigkeiten da geschaffen werden. Würde ich sagen, das gehört zu befreiender Tätigkeit junger Leute, wenn sie entsprechend auch das Rückgrat dazu haben oder das Rückgrat gewonnen haben. Dann hat sich jetzt, das ist so eine neue Geschichte, die vom Jugendinstitut in Gauting entworfen wurde und von einem Wissenschaftler in Bremen. Ende mit dieser Drei-Phasen-Geschichte des arbeitenden Lebens oder der Lebensarbeit. Ausbildung, also Schule, dann Erwerbstätigkeit und anschließend noch das Ende des Lebens, also jedenfalls die Rentengesellschaft oder die Rentenzeit. Die sagen jetzt, wir müssen in dem normalen Arbeitsprozess, das dürfen nicht diese drei Phasen werden, sondern das muss jetzt in den Arbeitsprozess hinein, müssen atmende Lebensläufe für die einzelnen Arbeitenden geschaffen werden. Die müssen die Autonomie, die Selbstständigkeit und das Engagement auch aufbringen, dass sie sich für bestimmte Zeiten einfach frei nehmen und dass dafür auch Geld vorhanden ist. Das muss also so organisiert werden, dass wer jetzt also da jetzt eine Auszeit nehmen will, ob das Wochen sind oder vielleicht ein halbes Jahr oder vielleicht ein ganzes Jahr, dann muss das also gleichsam so als atmender Lebenslauf eingeführt werden und wirklich auch geschützt werden. Das wäre Befreiung aus dem ganzen Kreislauf da, diesem Räderwerk der sogenannten Arbeitsgesellschaft. Einerseits. Ja, aber nur natürlich, das ist ein Ideal, das haben sie auch erstmal entworfen. Welche Konsequenzen das am Ende hat, muss ja auch bezahlt werden. Das ist ja noch eine ganz andere Frage. Aber diese Idee mal, nicht nur einfach Arbeitszeitverkürzung, einfach nochmal wieder so generell, sondern dass das im Laufe des Lebens so an verschiedenen Punkten ansetzen kann. Ja, dann habe ich hier am Ende noch einfach zivilgesellschaftliches Engagement
in Verbänden, Parteien, dann auch die neuen Formen von Sorgearbeit, wenn sie gelingen. Sie gelingen ja gar nicht auf der rechten Seite, merkt man gleich, dass es da größte Katastrophen gibt. Von der Industriearbeit, von der Industriewirtschaft herüberzukommen in diese Arbeit für den Menschen. Befreiend wäre es, was zwei Wissenschaftler um 2000 herum formuliert haben. Die Zukunft der Arbeit ist die Arbeit an den Menschen und mit den Menschen. Das ist Forestier und ich weiß jetzt nicht, wie der Engländer heißt. Oder der Franzose ist es, auch ein Franzose. Dass das befreiend wäre. Und das wäre die Sorgearbeit. Care. Und daran hätte ich angeschlossen nochmal, dass 20 Jahre lang, das sind jetzt die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darum gekämpft haben, dass in den großen Sozialkonzernen der Kirchen Mitbestimmungsrechte festgelegt werden. Das ist bis heute abgelehnt worden. Man will in 7 Jahren nochmal darüber diskutieren. Hoffentlich hat dann die Ampelkoalition es geschafft, der Kirche das auszutreiben und gleichsam sie in den öffentlichen Arbeitskreis einzubinden, was allerdings ein großer Traum ist. Stichwort kirchliches Arbeitsrecht. Ne? Ja, genau. Das ist die Schattenseite von diesem kirchlichen Arbeitsrecht, nämlich, dass die Mitarbeiter einfach dann doch keine Mitbestimmungsrechte haben, kein Streikrecht zum Beispiel, um diese Dinge. Ne? Ja, ja. Nein, das ist das, was jetzt auf der rechten Seite noch käme. Aber hier ist es mal durch das Bundesverfassungsgericht, die haben ja manchmal wirklich Sternstunden, ist das ja gegen die ganze Eigentumsdebatte der Arbeitgeber. Dass wenn Sie da eine Firma haben, dann ist das Ihr Eigentum. Aber nicht im Aufsichtsrat oder in großen Konzernen, schon mal gar nicht. Da gehört die Mitbestimmung hinein, wie es im Betrieb ja auch Mitbestimmungsrechte gibt. Im Betrieb ging das durch Jahrzehnte ja schon oder fast ein halbes Jahrhundert. Aber im Unternehmen und in der Kirche erst recht, da ging es nicht. Dieses andere Bild von der Arbeit hat ja die KAB schon seit vielen Jahren auf ihre Fahnen geschrieben mit dem Leitbild der Tätigkeitsgesellschaft, dass eben als Arbeit anerkannt werden muss, nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern auch die Care-Arbeit und auch die ehrenamtliche zivilgesellschaftliche Mitwirkung. Ja, ja. Es kommt da in der dritten Phase nochmal die Geschlechterverhältnisse. Da ist das besonders nochmal ein Thema, ne? Diese Tätigkeit jenseits des Ökonomischen. Auf der anderen Seite, ich denke, diese belastende Tätigkeit, ich glaube, ich weiß nicht, das kennt fast jeder. Ne? Vielleicht kann man das einfach mal lassen, oder? Wenn Sie das kann man ja auch lesen, aber ich könnte höchstens ein paar Punkte rausgreifen. Ja, für die keinen Zettel haben. Hm? Für die keinen Zettel haben zum Beispiel. Ja. Für das Saalpublikum. So, ja, ich habe Zettel genug. Ach, da. Nee, nicht. Aber das ist natürlich jetzt das, was wahrscheinlich du auch immer gesagt hast, bloß keine Vergangenheit. Aber wieso ging denn dieses ganze Drama des Absenkens der Löhne und der Ausbildung und der Arbeitsgesellschaft nach dem Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt. Da ging das los. Und zwar jetzt nicht durch den Nachfolger Kohl, der hat das später durch Blüm und so weiter noch nachgeholt, aber Graf Lambsdorff hat den Sturz das Misstrauensvotum gegen Schmidt inszeniert. Über die USA, über die Hayek und über diese Clique und dann auch über Thatcher und also erstmal Reagan, Thatcher, kam das nach Deutschland. Und Lambsdorff und Tietmeyer, die haben dann also gleichsam mal im Grunde den Schmidt ausgeklickt. Das ging ja damals um den den Doppelbeschluss. Den hat der Schmidt ja verteidigt. Und das war die Chance für diese liberalen Typen, die dann den Arbeitsmarkt bereinigen wollten, Löhne gesenkt, die Umlagefinanzierung gleichsam an die Wand gesch- also,
niedergehalten und dadurch private Absicherung. Das war für die Leute, die sich das gar nicht leisten konnten, war das ja schon auch wieder ein völliges Abrutschen. Ne? Und das ging ja so weiter, diese Veränderung der Gesundheitsregeln, die Fallpauschalen, dass die Privatisierung der Krankenhäuser und auch der normalen Einrichtungen, gleichsam die Verbände hatten ja doch so ein Einvernehmen mit dem Sozialstaat. Das wurde von Blüm wurde das gekippt. Das heißt, da ging es um die Private, die mussten werben für die Kranken, also die sie einladen, mussten Werbekampagnen machen, die mussten und eben halt auch einen ganz anderen Service aufbereiten, als der vorher da war. Also Privatisierung, das war die große Nummer. Und dann auch, was das Gesundheitssystem anging, Gesundheit wurde eine Ware. Nicht? Das ist also das ist insgesamt, denke ich mal, also unbelastende Ergebnisse erstmal für diese Phasen. Also das ist erstmal diese Kohlphase gewesen mit Blüm, Pflege. Wie sieht das heute aus mit der Pflege? Das ist unglaublich. Die privaten Firmen, die sich da aus den USA schon und was weiß ich da hochgearbeitet haben. Ja, und dann danach nach Kohl mit seinem Freizeitpark Deutschland kam also dann Schröder, Rot-Grün. Ne? Und da ging es ja erst recht los mit der Agenda 2010. Natürlich Wachstum war das erste Wort. Das zweite Wort war Abbau des Sozialstaats. Die Manipulation der Rentenformeln, Absenken auch der Altersrente. Dann dieser Nachhaltigkeitsfaktor nach dem Stand der Arbeitslosigkeit. Das ist ja auch dann, wurde das natürlich auch noch unterstützt, dass die älteren Herrschaften im Grunde Zechpreller sind an den Jugend. Also wurde ein Generationenkonflikt aufgebaut, den es gar nicht geben kann. Weil es ist ja nicht so, als würden jetzt die jungen Leute das Geld, was sie haben, jetzt irgendwo in einen Topf hineingeben, um das nachher nach 10 Jahren oder was weiß ich, nach 20 Jahren nachher wieder einzulösen. Als würde da von Privat A, privates Leben A, in das private Leben B erstmal eingetaucht, was er das als privates Leben A am Ende wieder zapfen kann. Es ist immer, bleibt immer nur ein Kreislauf oder ein? Ja, der Kreislauf, also der, ne, das heißt nicht der Kreislauf. Da wird Gegenwart mit Zukunft verwechselt. Ja, genau. Und Generationen. Es geht ja nicht darum, dass die gegenwärtige ältere Generation gleichsam sparen muss zugunsten der Jüngeren. Das sind alles Vorstellungen, die gar nicht funktionieren. Das ist immer der Ausgleich, ne? Was erwirtschaftet wird, das wird auch verteilt. Es geht nie um die Personen. Es geht darum, dass die Personen, die jetzt arbeiten, so viel verdienen und gleichsam auch so viel verdienen dürfen, dass die anderen, die jetzt sowas erwarten, nämlich Einkommen erwarten, auch damit zufrieden sind. Also es geht immer um die Umlage. Am Ende bleibt immer nur die Umlage. Und das wird einfach komisch, dass man das nicht weiß und merkt. Ja, das ist mit Ansage gewesen, gerade was Hartz IV angeht. Da hat man ja 2005 schon gesagt, Leute, das reicht doch nicht zum Leben. Ne? Hat man sich den Warenkorb damals angeschaut und gesagt, hallo, wir haben im Jahre 2022 18% Armutsquote, ne, unter den Älteren. So, genau das haben wir jetzt. Ja, genau das ist eingetreten. Sie kriegen es nicht weg. Die Ampel kriegt es nicht weg. Da kommt jetzt wieder, wird aus dem Bürgergeld wird wieder sowas gemacht wie so ein quasi Hartz IV. Aber es ist, Heil sagt ja, das System ist nicht verändert worden. Natürlich ist es, wie das möglich ist, dass Leute, die über ein Riesengeld verfügen, Inflation für sie kein Problem ist. Ne?
auch in Deutschland, ne, die, das ist ja so, die 10 reichsten Personen in Deutschland, nicht nur wie Oxfam das gesagt hat, die 10 reichsten Menschen auf der Welt, Personen auf der Welt, haben ein, in den 2 Jahren Pandemie ein Einkommen erwirtschaftet, das sie 14 Jahre vorher nicht erreicht haben. Das ist im Jahresbericht jetzt von Oxfam. Und das in Deutschland ist es ähnlich, nicht so gewaltig. Aber die 10 reichsten Personen in Deutschland verfügen über ein Vermögen, das etwa bis an 70% des Vermögens herangeht. Und darüber hat, ist unter Kohl, unter der Regierung, ist nie an das Vermögen rangegangen. Es ist sogar die Vermögenssteuer abgeschafft worden. Es ist die Unternehmenssteuer verringert worden. Und die Erbschaftssteuer, darüber kann man gar nicht mehr reden. Das ist weg. Also dieser Abbau von Rechten, das ist schon eine, das ist schon heftig runter. Dabei merkt man jetzt, oder man merkt erstmal, dass die Armutsquote auf einen Höchststand gestiegen ist, 16,1%, und auch jetzt in der Pandemie geblieben ist. Die Ungleichheit in der Pandemie eben nur größer noch geworden ist als vorher. Und ja, diese Spätfolgen, die sind ja jetzt immer noch da und bleiben auch erstmal. Wie soll denn jetzt die Ampel all das, was sie vorhaben, jetzt auch noch zusätzlich wieder heben, was vorher der Fall war? Also da denke ich mal, und dann jetzt als letztes die Spaltung in den Betrieben. Ne? Kernbelegschaften, bei der IG Metall gibt es ja gar völlig klar, welche Löhne die durchsetzen könnten. Ne? Und, aber auch nur, nicht nur, sondern auch die Fachkräfte sind schon solidarisch auch, zum Teil jedenfalls, mit denen, die eben halt so am Rand noch stehen. Aber diese Aufspaltung der in den Betrieben, ne, dass die Leiharbeiter, die Befristeten, die jetzt noch so eben von außen her da reinkommen, das bleibt ja auch gerade auch im kirchlichen Bereich. Die machen das genauso, völlig, völlig identisch. Ne? Ja, und dann die destruktive Klimasituation, Tarifbindung, das ist auch, was da verloren gegangen ist an Tarifbindung, sowohl im Osten als auch im Westen. Ja, und das ist so die andere Seite, und da denke ich, da hört man gar nicht auf, sich das zu skandalisieren. Ne? Ja, das wäre mal die Arbeitswelt mal ganz grob, aber an den Stichworten kann man ja was vielleicht noch dazu nachlesen. Diese Einschätzungen scheinen mir alle sehr wichtig zu sein, und ich halte es für wichtig, dass sowas immer wieder benannt wird. Aber können Sie mir etwas helfen? Mir ist der Zusammenhang mit dem Thema Zeit jetzt etwas verloren gegangen. Ja, das ist genau, das ist die Einbettung des Themas Zeit in diese, ja, in diese beiden Seiten. Ich habe versucht auch wirklich zu sagen, es hat enorme, ja wirkliche fantastische Einbettung in diese Zeit, in diese Arbeitssituation gegeben, der Zeit. Nur, das heißt, Sie beschreiben da ist hier unsere Zeit gerade mit, ja, diesen Einschätzungen. Ja, ja, das ist jetzt natürlich alles, kann man sagen, das ist Vergangenheit, aber es ist keine Vergangenheit. Es ist, was jetzt läuft, hat seine Ursachen in diesen Skandalen, die da gelaufen sind. Das ist unsere Zeit. Ja, ja, das ist, das ist die Art, die Art und Weise, wie wir im Augenblick handeln. Im Moment. Ja, der länger dauert. Ja, ja, ja. Nee, und es ist nicht abzusehen, wie das jetzt im Augenblick läuft. Damit, ja gut, die Opposition wird ja irgendwann auch mal, weiß auch nicht, also ob die nur jetzt da versucht, den Bundesrat zu mobilisieren. Das kann es nicht sein, ja, ja. Vielleicht noch mal eine Frage. Sie hatten den Begriff Wissensarbeiter. Wissensarbeit. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das geläufig ist. Das wäre vielleicht ganz gut, vielleicht nochmal kurz zu erläutern, weil mir war das erst ein bisschen... Ach, das sind die Eliten im Betrieb oder im Unternehmen. Ne? Also die wahrscheinlich erstmal die auch fit sind, die was können. Also so Managerpositionen? Nee, das sind Angestellte, die aber
ja, bestimmte Qualifikationen haben, die nicht jeder im Betrieb hat oder im Unternehmen hat. Ja, das sind schon, das sind so die Eliten. Eine Verhandlungsbasis sozusagen. Und die, ja, und die will man natürlich jetzt nicht deckeln, sondern die will man zum Beispiel auch, dass die, das ist ganz weggefallen hier irgendwo, zum Beispiel das normale Arbeitsverhältnis ist gebrochen worden, ist gespalten worden. Die Arbeitgeber haben damals in dem großen Tarifkonflikt der IG Metall und der Drucker, haben die natürlich zugegeben, natürlich 35 Stunden Woche könnt ihr machen, kein Problem, geben sie mir großzügig. Aber individuelle Arbeitszeitflexibilisierung für Männer und Frauen, aber individuell, wenn der seine Arbeitszeit, seine Freizeit haben will, kann er nach Hause gehen, kann sich aufs Sofa legen, aber es ist kein anderer da, der mit ihm gleichsam spazieren geht. Ja, also diese Individualisierung der Arbeitszeitflexibilisierung. Ja, das ist auch so ein Punkt gewesen. Und da bei dieser Flexibilisierung sind natürlich die Männer diejenigen, die voll erwerbstätig sein müssen, sollen. Das sind die Helden und die müssen Überstunden machen. Dann sind sie die Helden und kriegen auch noch eine entsprechende Vergütung. Die Frauen, die sind ja sowieso nur Teilzeitarbeitende und müssen ja, damals mussten sie ja noch sehen, dass sie Kinder kriegten, weil Deutschland sich ja abschafft. Ist heute jetzt kein Problem mehr, die Geburtenrate steigt wieder. Also komisch, wie sowas zeitbedingt immer eine Welle nach der anderen. Ne? Gerade mit dem Wort zeitbedingt. kommen Sie jetzt auf, also es geht mir darum, den Zusammenhang zum gesamten Thema sehe ich jetzt in dem Wort zeitbedingt, drücken Sie das auch aus, nämlich Zeit im Sinne von Epoche, bedingt durch das, was in dieser Epoche läuft, was geschieht und was wir tun, handeln, sodass ich versucht bin und das als Frage mal in den Raum stellen möchte, ist das auch Ihre Sicht? Statt zu sagen, die Zeit gehört uns, könnte man auch formulieren, diese Epoche, in der wir jetzt leben, in der wollen wir mitbestimmen. Ja, wir wollen. Wir und wollen. In Grenzen gelingt es. Das hier ist links so, dass immer wieder auch Möglichkeiten dann entstehen, dass so Befreiungs... Ja, ja. Dass wir Befreiungserlebnisse haben. Ja. Und darin ist die Zeit... Die entsteht ja durch Befreiungserlebnisse. Als Epoche, ne? Ja, wenn das so Epochen sind, dann ist, manchmal kann man rückläufig, also wenn wir uns erinnern, erkennen wir dann Epochen. Ne? Aber manche scheitern ja auch und hier scheitert ja, ist ja schrecklich, was da alles gescheitert ist. Ich meine, diese Wissensarbeiter, was meine ich mit Verhandlungsbasis? Natürlich, wenn ich ja. für ein Unternehmen so wichtig bin, dass die mich nicht ohne weiteres feuern können, dann kann ich natürlich auch einfach das Rahmenbedingungen schaffen, aber ja, das viele sind können das ja nicht. Das sind die sind selbstständig, die können über ihre Arbeit, über ihre Zeit, also über ihre Zeit, das heißt, die können ihr Handeln bestimmen, wie sie autonom sind. Ne? Die Frauen, bei den Frauen geht das so nicht. Wenn die Frauen beispielsweise nach Hause, also Kinder betreuen wollen, stärker Kinder betreuen wollen und vielleicht auch noch ein kleines, winziges Kind mitwachsen lassen wollen, dann müsste eigentlich eine Ersatzarbeitskraft da sein. Ist aber nicht. Dann müssen die anderen das mitarbeiten und die sind stinkig, wenn die gute Frau mit dem kleinen Baby wieder zurückkommt. Weil jetzt kriegt sie die Arbeit zu tun, die die anderen vorher mit für sie mitgearbeitet haben. Das ist auch so eine Sauerei da, die unter der Hand, ne? Dann machen die anderen das mit. Ja, Kollegialität wird da gefordert. Ja, ich weiß nicht, ob wir das kann man endlos, das wird endlos, wird das eine Lamentatio, da die rechte Seite. Ich hätte eigentlich hier nur ganz, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt hier passt so richtig, aber ich habe es trotzdem gemeint, es ist wichtig, weil die Frauen sollen in die Erwerbsarbeit rein, das steht dann an der Stelle, dass die Gesellschaft oder hier die Unternehmen und auch der Staat, vor allem der Staat, erwartet, dass die Frauen stärker erwerbstätig werden und sich da, wenn sie gut und fit sind, also begabt sind, dass sie da hineinkommen.
Und dann merkt man am Ende, dass das also im Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen da nicht klappt. Das könnte man, ich habe hier einfach so Stichworte aus der Statistik der Bundesanstalt für Arbeit. Das ist, glaube ich, hier oben die Statistik, Haushalte in Familien, dann die Raschauer in einer Familie, dann die unbezahlte Arbeit von Frauen, oder sind es Frauen? Ja, doch, muss nicht sein. Ich glaube, es ist eine unbezahlte Arbeit in der Familie oder nicht in der Erwerbsarbeit gegenüber der bezahlten Erwerbsarbeit. Also diese beiden. Das stimmt insofern nicht überein, als dass die Frauen 35% mehr an Zeitaufwand leisten, ohne dass das Bruttoinlandsprodukt das überhaupt zur Kenntnis nimmt. Das ist ein Hammer. Ja. Das ist berechnet worden, das können die berechnen, hat auch einer berechnet und hat aber gesagt, das ist eigenartig, das auch kann das ruhig fallen. Das hat einer berechnet und sieht, dass das Bruttoinlandsprodukt, da taucht das gar nicht auf. Aber das ist an sich überall, das ist bei der Raschauer in der Familie. Da können wir ja oben einfach, ich kann ja mal das ein bisschen schneller runter machen, weil das ist ja bekannt und ich wollte es auch jetzt noch mal etwas verdeutlichen. Zum Beispiel die Zeitmuster in 10 Jahren. Bei den Frauen haben sie sich verändert, bei den Männern nicht. Das heißt, die Frauen sind stärker in die öffentliche Erwerbsarbeit eingestiegen. Aber die Folgen sind, dass ihre Arbeitszeit geringer überhaupt angesetzt wird. Das ist der kleine Pfeil nach unten. Weil sie größere soziale Aktivität leisten, das ist einfach, dass sie stärker im öffentlichen Bereich oder später kommt noch die Kita, der Kindergarten, die Schule, das ist stärker für die Frauen. Deshalb sind sie nicht in dem Ausmaß im Zeitmuster nach 10 Jahren so. Haben sie halt sich verändert gegenüber den Männern, die aber unverändert geblieben sind. Aber sie müssen den Preis zahlen, dass sie doch nicht voll in die Erwerbsarbeit, in die Arbeitszeit übernommen werden und stärker in sozialen Aktivitäten bleiben. Also sie sind den Männern näher, aber noch nicht so ganz unvollständig. Die Gesellschaft macht Druck, sie sollen erwerbstätig werden. Aber da sind sie, glaube ich, ja, noch nicht so ganz voll mit den gesellschaftlichen Erwartungen übereinstimmend. Jedenfalls nicht alle. Und das kann man sehen, was bedeutet für junge Frauen der Stress in der Familie, wenn das erste Kind geboren wird und das zweite Kind erst am Schulende für die Frau dann auch verfügbar wird in der Erwerbsarbeit. Zwischendurch gibt es also nur Stress. Da steht 63 Wochen schon. Das sind statistische Erhebungen, diese ersten 3, 4 Punkte. Das dritte wäre, das starke freiwillige Engagement spielt bei den Frauen eine große Rolle. Und da sind sie auf der Überholspur in medizinischen, politischen und in wissenschaftlichen Fächern. Aber das sind natürlich auch wieder nur eben die Überholenden, ne, die in der Überholspur sind. Normalerweise ist die Kita, die Schule, der Kindergarten die Hauptbetätigung, die überwiegende Betätigung des freiwilligen Engagements der Frauen. Gut, das ergibt insofern Sinn, dass da die Kinder sind. Also das ist ja eine Sache, die kennen wir ja von Pfarrgemeinden, dass man auch da engagiert ist, wo die Kinder sind. Das ist erstmal naheliegend. Und das müsste man gleich dazu schreiben, skandalöse Situation in den Kitas gegenwärtig, was die Kräfte angeht, die Arbeitskräfte und im Augenblick. Ne, das ist ja offensichtlich, dass das hinten und vorne nicht funktioniert so richtig, wie man das erwartet. Freiwilliges,
Das ist das ja, das freiwillige Engagement. Ja, unterschiedlich Frauen und Männer. Ne? Frauen, Kita, Schule, Kindergarten, Männer, Partei, Gewerkschaften, Sport, Politik. Bei der unbezahlten Tätigkeit und der unbezahlten Hausarbeit und der bezahlten Erwerbsarbeit ist hier dieser Zeitaufwand, der einfach nicht berechnet wird im öffentlichen Bereich. Und dann kommt noch eine Frage, Hausaufgabenhilfe. Das ist auch wieder so ein herrliches Dilemma, könnte man sagen, oder jedenfalls so eine schräge Kooperation zwischen Schulverwaltung und dem Druck, den die Eltern dann leisten müssen. Die Schulverwaltung erwartet, dass die Lehrer Hausaufgaben geben, die ohne Hilfe von außen irgendwie von jedem Schüler, Schülerin getätigt werden können. Super, ne? Ja. Und wer macht das? Ja, gut, wer Geld dafür hat, kann eine Nachbarschaftshilfe oder kann irgendeine Hilfe, eine Schulhilfe benutzen. Und wie das nicht können, müssen halt ihre, in der Regel die Frauen, ihre Teilerwerbstätigkeit nochmal reduzieren, um den Kindern zu helfen. Obwohl sie das dann auch nicht können, weil die Schulaufgaben dann so oft kompliziert sind, dass die Eltern das auch gar nicht mehr verstehen. Also das ist schon, ich denke, das ist eine Liste, die bedarf noch ganz erheblicher Veränderung der männlichen Gesellschaft. Das müssen auch fragile Männer werden oder jedenfalls sensible Männer werden, die gleichsam diese Gleichstellung der Frauen auch dann mitmachen. Bei der Hausaufgabenhilfe ist es eben so, dass am Ende doch wieder ein vierfacher Anteil, also die Männer machen mit, klar, aber der Anteil der Frauen ist auch bei der Hausaufgabenhilfe das Vierfache noch wieder. Und das geht nur, indem also dann die Teilerwerbstätigkeit auch reduziert wird. Ne? Tun sie auch. Dann gibt es jetzt also für den Staat drei Gruppen, wie Lebensentwürfe im Partnerhaushalten zu beurteilen sind. 15% sind erwerbstätig, hochqualifiziert und gut situiert. Kinder spielen nicht die erste Rolle, schon gar nicht. Die erste schon mal gar nicht, aber das ist nicht der erste Anteil. Die zwei leben eher so erstmal für sich. Dann gibt es eine Gruppe, das sind 70%, das sind, glaube ich, das ist die große Mehrheit, die versuchen, Erwerbstätigkeit, Partnerschaft, Kinder miteinander zu kombinieren. Ob es gelingt oder nicht gelingt, das ist eine andere Frage. Jedenfalls, sie versuchen das. Und das ist die Gruppe, die Regierung und sagen wir, die Gesellschaft als Ganze am liebsten fördert. Und da hat mal ein Professor aus Berlin dann gesagt, das ist die Unterstützung, die Entlastung der Männer und die Unterstützung der Gesellschaft. Also die Belebung der Gesellschaft durch die Frauen und die Entlastung der Männer vor allen Dingen. Also die Frauen machen nur die Hälfte der Arbeit, aber entlasten die Männer. Wir müssen die Männer genau die Arbeit mitmachen oder in dem Ausmaß mitmachen, wie das da in der Mittelgruppe genannt wird, dass sie diese Kombination miteinander ausgleichen können. Also dass die Folge ist, Nummer 4 dann, dass Frauen ausschließlich der Meinung sind, dass die Kinder, hat auch eine formuliert, eine engagierte Frau, es würde ihr das Herz wehtun, wenn sie morgens um 6 Uhr die Kinder mit dem dicken Schulranzen über die Straßen in der dunklen, jetzt im Winter, begleiten muss. Die macht nichts anderes als Kinderbetreuung. Die taugt natürlich nichts für gleichsam für diese Mittelgruppe und für das, was den Staat interessiert, ne? Und die Regierung interessiert, möglichst viele Frauen vollerwerbstätig zu haben. Ohne dass jetzt die Kitas entsprechend auch da diese Leerstellen füllen können. Das wird denen selbst überlassen. Ja, die Arbeit, dann gibt es noch eine Arbeitszeitrechnung hier, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen sich den Männern angenähert hat. Aber die Unterschiede im Einkommen bleiben, in der Alterssicherung,
und in der beruflichen Gleichstellung. Das ist damit nicht geregelt. Und interessant ist, dass der Anteil der Frauen an der Beschäftigung innerhalb von 20 Jahren auf 16% gestiegen ist. Das ist jetzt die linke Seite. Und ihr Anteil am Jahresarbeitsvolumen aber nur auf 4%. Da sieht man auch wieder, wie stark immer noch diese Unterschiede sind. Aber es ist die Teilzeitquote, die dann die Arbeitszeitlücke schafft. Das ist ja das, was die Frauen einmal im Jahr dann immer stark monieren. Teilzeitarbeit ist halt Frauenarbeit. Die kann im günstigen Fall sozial versichert sein, also zur einen Hälfte. Zur anderen Hälfte bleibt es bei geringfügiger Beschäftigung, bei Minijobs, bei 1-Euro-Jobs unter Hartz-IV-Bedingungen. Ich meine, das ist auch eine Sache, die Sonntagsallianz ja stark beschäftigt. Ja. Also weil gerade diese Themen mit Verkaufs- und Sonntagen... Ah ja, das ist, das habe ich hier vergessen, genau. Bei den Arbeitszeitflexibilisierung, das mehr an Schichtarbeit, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit und was gibt es noch, Samstagsarbeit. Und, ja, dass das genau diese Minijobs sind, wo Frauen dazu geneigt sind, sich von der Sozialversicherungspflicht befreien zu lassen, ne? Und da wiederum nichts in die Rente einzahlen und da droht schon wieder die Altersarmut. Ne? Das ist so ein verheerender Teufelskreis. Ja. So. Aber also mir war es wichtig, das einmal wirklich so gegeneinander, das wissen viele, aber oft wird's staunen alle, na nun. Und die Frauen selbst, ich weiß auch nicht. Aber wahrscheinlich ist der Druck so groß. Ich meine, das sind schon Sachen, die man wiedererkennt. Also wenn ich jetzt auch erstmal das geteilte ehrenamtliche Engagement, wenn man in die KAB geht, der Männeranteil ist schon ziemlich überragend, ne? Das muss man halt sagen. Das ist ja der sichtbare Ist-Zustand. Es scheint mir schwer zu sein, das irgendwie aufzulockern. Ich habe jetzt in Köln, das war letzten Sonntag, Sonntag? Ja doch, muss ein Sonntag gewesen sein. Heute ist ja auch Sonntag. Nee, was ist heute? Samstag. Ja, Samstag. da hat die KAB, das ist eine Stiftung da gewesen, die KAB-Stiftung. SAS? Die SAS, ja. Das hat die Mechthild Hartmann, die hat das organisiert, mit ihrem Mann natürlich dann auch. Und das hat mich so fasziniert. Da sollte ich an sich eine Laudatio halten. Und dann haben wir uns geeinigt, Mechthild und ich, wir machen da ein Gespräch raus. Sie hat Fragen gestellt und ich habe dann immer entsprechende Antworten dann gegeben. Das war unheimlich interessant und aber worum ging es da? Da ging es, was mich auch fasziniert hat, während der Pandemie, während der 2 Jahre, haben 4 Initiativen haben rebelliert. Das machen wir einfach nicht mit, sondern wir versuchen, irgendwas doch lebendig zu halten. Erstens eine Musikkapelle aus Borken, das ist Münsterland in der Ecke, oder kurz nach dem Ruhrgebiet. 90 Trompeter, Hörner, Posaunen und dicke Tuba, die war größer als der kleinste. Die haben da Konzerte gemacht und zwar auf dem Halterner See mit ganz unheimlich kreativ. Und die haben natürlich einen Mordslärm da gemacht, da in dem Raum, in dem Maternushaus in Köln. In der ersten Reihe, da hätte man, also es war aber trotzdem spannend. Und 2, 3 Frauen, drei ganz aktiviert junge Frauen, die haben sich gekümmert um Mädchen, die so in der Pandemie so ein bisschen abgesoffen sind. Depressiv und einfach für nichts zu gebrauchen. Die haben sich da stark gemacht. Dann ein Kochkurs für Männer während der Pandemie, analog, nee, nicht analog. Online. Und die 4. Gruppe war Kochkurs. Das hat mich nicht sehr. Ein Banker, der vorher irgendwo, weiß ich nicht, eine Bank geleitet hat, der hat das Handtuch geworfen da und hat sein Netzwerk genutzt, um Leute, die in seinem Umkreis in Not waren,
und wirklich starke Hilfe brauchten. Das ja, haben wir halt 200, 700 Euro, habe ich mal locker gemacht. Ne? Gut, das konnte der. Aber das hat mich so an die Vinzenz-Gemeinschaften von ewigen Zeiten früher erinnert. Das waren Männer, die gut situiert waren und die haben also immer auch, wenn irgendwelche Leute in Not waren, kleine Beträge da abgeliefert. Aber der konnte natürlich auch Kredite aufnehmen und das habe ich auch empfunden, dass der so als Einzelner da gleichsam so einen Kreis von Bedürftigen aufgebaut hat. Also das gab's natürlich auch. Ne? Ich habe gerade einen kleinen Blick auf die Uhr geschaut, vielleicht sollten wir dann, es macht Spaß, ich will nur mal sagen, dass wir das so ein bisschen im Auge behalten. Vielleicht auch zum Resümee oder zum Vortrag weitergehen. Ja, also ich kriege natürlich auch Anregungen, das ist schon klar. Also dass mir das auch, was mich jetzt unmittelbar da mal fasziniert, das ist ja erstmal auch wieder die Maschine, die dann läuft. Aber gerade diese sogenannte Urgegenwart, ich nenne mal das nochmal Urgegenwart, aber was dahinter steckt, ist natürlich genau das, das kann doch nicht ein Strich sein, einfach so. Der nichts ist. Ja, der nichts ist. Das will auch keiner behaupten, dass die nichts ist, aber dass das, das irgendwo. Und manche Dinge, die jetzt ja auch einfach ausgeblendet sind, ob man das überhaupt so machen kann, jetzt hier so ein Lobhudelei, was da alles gewachsen ist, obwohl das kann man ja auch nicht einfach auslöschen, nicht? Auch wenn es dann nur die Eliten sind, die da sich ihr Zimmerchen und dann auch ihre Freizeit nehmen können. Das, was wirklich nervt und verletzt, ist die rechte Seite schon, von oben bis unten. Und ich weiß und ich sehe auch gar nicht, wie das jetzt, ich habe jetzt gerade beobachtet, dieses Wucht oder diese massenhafte Anhäufung von Gipfelkonferenzen. Manche sagen, ja, das ist ja alles so eine Inszenierung. Ja, wenn es nur das ist, kann man das sein lassen, kostet ja viel Geld. Aber es waren ja auch ganz bestimmte Interessen, die wichtig wurden. Die APEC-Gipfel haben sich entfernt von den G20 und haben gesagt, ja nein, es sind nicht alle so der Meinung wie die westliche Gesellschaft. Da sind sofort die Differenzen rausgekommen. Ne? Und ich nehme wirklich auch mit, dass Beschleunigung nicht Fortschritt ist. Ja. Das muss wirklich dann auch klar sein. Also gerade dieser Neokapitalismus, der ja erst die Wirtschaft, das Finanzwesen beschleunigt hat, der sollte ja Fortschritt bringen und uns voranbringen und so weiter und hat genau das Gegenteil gemacht. Das muss mehr und mehr bekannt werden, weil dem Neoliberalismus und Neokapitalismus sind ja fast alle politischen Parteien erlegen. Ne? Es gibt ja fast keine wirkliche Gegenmacht in diesem Land. Auch bei den Linken bin ich mir nicht so sicher. Nee. Das ist. Mein Auge fällt halt auf diesen Titel auch Ihres Buches immer wieder. Und vorhin habe ich mich an dem Wort Zeit festgemacht. Jetzt sehe ich den anderen. Jetzt sehe ich den anderen Teil des Titels gehört. Ne? Die Zeit gehört uns. Und das, was mir gehört, was da eigen ist, vor allem wenn ein Ausrufezeichen dahinter steht, das dann noch in Frage gestellt wird, dann heißt das ja immer die Frage nach der Verfügung. Ne? Was mir gehört, darüber will ich verfügen. So. Und jetzt will ich also, heißt der Titel, über die Zeit verfügen oder ich will, dass wir, nicht nur ein paar Leute, die, also Finanzen verfügen ja zurzeit ziemlich über die Zeit, Finanzen fast nur ausschließlich und ich will aber, dass als Demokrat will ich das, auch als Christ,
dass wir alle gemeinsam verfügen können und über die Zeit, in der wir leben, über das, ich verlasse das Substantiv, über das, was wir tun und auch was, wie ich vorhin ergänzte, was geschieht bei uns, darüber wollen wir, dass nicht nur ein paar Leute verfügen, sondern dass das uns gehört. So, jetzt bin ich also angekommen, gerade nach der Zusammenstellung dieser vielen Beispiele, der Konfliktbeispiele, dass ich mir sage, ja, wir wollen oder ich will, dass wir gemeinsam demokratisch verfügen über das, was bei uns in dieser Lebenszeit geschieht, in dieser gesellschaftlichen Zeit geschieht. Und ich habe wieder mal deutlicher noch gelernt heute, dass es eben die Finanzalgorithmen sind, die von irgendjemandem mal programmiert worden sind, festgelegt worden sind, also verfügen. Mit dieser Perspektive, veränderten Perspektive, gehe ich mal in das Ende unseres Gesprächs hinein. Tatsächlich wäre das auch zu meinem Eindruck gewesen, also wenn ich jetzt einerseits diese Problematisierung der Zeit, aber dann die Problemfelder, die wir heute haben, gleichzeitig mit dieser riesen Herausforderung, dass wir eben diesen starken Finanzkapitalismus als Orientierung haben. Ich fand es auch gut, dass Sie da Finanzkapitalismus und rheinischen Kapitalismus nochmal diesen Unterschied auch in Erinnerung gerufen haben, weil man bei Kapitalismus eigentlich automatisch heutzutage an Finanzkapitalismus denkt. Also das ist stark geprägt. Deswegen ist das ziemlich wertvoll, da mal auch das zu unterscheiden, dass das auch das ein Sonderfall ist. Das finde ich gut, das müsste kommuniziert werden. Ich stehe so ein bisschen vor der Herausforderung, wie könnte man das kommunizieren, dass es auf Resonanz stößt. Verfassung, die Würde des Menschen. Das wäre halt so, ja. Das wäre so meine Frage, die ich vielleicht auch so mal zum Schluss an Sie geben würde. Wie könnte man da rauskommen? Also ich bin der Meinung, dass es gibt natürlich alle möglichen Formen des Kapitalismus, einen guten Kapitalismus, einen sozialen Kapitalismus und was weiß ich und einen Finanzkapitalismus, finanzialisierten Kapitalismus. Wenn die Entscheidungskompetenz bei einer kleinen Clique liegt, dann ist, glaube ich, keine Lösung für Demokratie zu finden, zu schaffen. Auch der Pater von Nellbräuning und diese Wissenschaftler, die in den 60er Jahren, am Anfang schon am Ende der 60er Jahre, eine Unternehmensverordnung. Ah, ich ist das? Auf. Ach, das ist jetzt die. Unser Mikrofon intensiv. Aber ich hebe es gerade auf. Bleibt das da liegen oder so? Ja. Die haben ja versucht, eine Unternehmensverfassung zu entwerfen, die jetzt nicht, also einzelnen Vorstand und dann ist er mal im Aufsichtsrat, den kann man noch dulden. Und dann die anderen sind alle nur diejenigen, die, die entweder die Arbeitskräfte sind oder die Aktionäre. Wer hat eigentlich die Macht? Der Vorstand, der muss den Aufsichtsrat berücksichtigen und beide müssen die Aktionäre berücksichtigen. Das heißt, die Aktionäre wären, wenn sie geschlossen wären, das sind sie ja natürlich auch in der Regel nicht, wären an sich schon also diejenigen, die das Ganze steuern. Ich habe, Nellbräuning meint, dass eine Dreiheit eines idealen Unternehmens geschieht. Der Vorstand wird durch den Aufsichtsrat gleichsam begleitet und die Aktionäre und die Arbeitskräfte, die bilden gleichsam die Substanz oder den Bodensatz des Unternehmens oder jedenfalls das Parlament des Unternehmens. Der Aufsichtsrat ist gleichsam so die Vermittlung und der Vorstand ist dann gleichsam so, dass gleichsam die Darstellung nach außen und auch gleichsam die Organisation nach außen. Das wäre so ein dreigeteiltes System. Meiner Meinung nach bräuchte es auf der unteren Ebene schon bereits nicht diese zwei Komponenten nur,
Arbeitnehmer auf der einen Seite und Aktionäre auf der anderen Seite, die das Geld geben und die die Arbeit leisten. Oder die jedenfalls die ihr Arbeitsvermögen zur Verfügung stellen. Das Kapitalvermögen, das Arbeitsvermögen zusammen. Zum Arbeitsvermögen müsste auf der anderen Seite auch nochmal zum Beispiel Männer, Frauen. Das müsste, diese Dualität müsste im Arbeitsvermögen auch nochmal geteilt sein. Oder jedenfalls, können nicht nur die Männer sein, die Arbeitsvermögen zur Verfügung stellen, die Frauen bleiben zu Hause. Oder sind nur zweite Kraft. Das wäre das eine. Und dann müssten all diejenigen, oder ich müsste erst mal so fragen, wer entscheidet, was produziert wird, wie produziert wird oder wie hergestellt wird, was hergestellt wird, wie pro hergestellt wird und für wen hergestellt wird. Wer entscheidet das? Die Arbeitnehmer? Gut. Frauen und Männer. Zweitens, also die Ökologen, die also jetzt das Klimathema so beherrschen. Oder die Zivilgesellschaft, wer das auch immer wahrscheinlich sind, müssten das, könnten das diejenigen sein, die jetzt dieses Klimathema so führen. Und eine öffentliche Hand, die müsste drin sein. Das wären vier Kräfte, die entscheiden, was, wie, für wen und wer. Ne? Wer entscheidet was, wie, für wen. Das wäre Demokratie. Aber das ist natürlich. Ne? Ja, ja. Und was Sie beschrieben haben, wäre auch wieder eine andere Form von Kapitalismus, wenn man so drüber nachdenkt. Also, wenn man Aktionäre wirklich als Leute, die irgendwie mitbestimmen, Unternehmen, was ja häufig nicht der Fall ist, sondern häufig ist es eine Investition, die ich abstoße, wenn es mir Gewinn bringt. Ja, ja. Ja, ja. Nee, die gehören, die können Kapital bereitstellen, aber auch nur im Zusammenhang der anderen. Also diese breite Form von, das sind ja vier Komponenten, die in einem Unternehmen zu sagen haben. Ne? Aber das ist so weit weg. Man könnte ja das ganze Wirtschaftssystem auch unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge organisieren. Also so wie zum Beispiel eine Stadtverwaltung einen Auftrag vergibt, ausschreibt, welches Unternehmen übernimmt es, den Busverkehr durchzuführen und so weiter. So könnte ja die Gesamtgesellschaft auch in einem Staat Aufträge vergeben, ausschreiben und dann Aufträge vergeben. Damit wäre vorgesorgt, dass nicht eine Übermüllproduktion und übermäßige Ausbeutung von Ressourcen stattfindet. Es wäre also dem Klima dadurch erheblich besser geschützt, gedient als jetzt, dem Klimaschutz. Wie gesagt, wenn man das Ganze mal so betrachtet, als ob alle Produktion, auch Kleidung, nicht nur der öffentliche Nahverkehr, zum Beispiel auch die Versorgung mit Kleidung, die Versorgung mit Lebensmitteln, die Versorgung mit diesem und jenem, wenn das alles die Gesamtgesellschaft entscheidet, wofür Versorgungsgüter produziert und Dienstleistungen produziert werden sollen und die dann eben dann frei ausgeschrieben in einer Wirtschaft, die dann aber eben nicht mehr übermäßig produziert, sondern im Rahmen der Aufträge. So könnte man ja auch mal nachdenken. Ja, also dann hat natürlich die öffentliche Hand hat natürlich ein starkes Gewicht dann. Aber es gibt ja nicht das eine Unternehmen, sondern es sind ja eine Vielzahl der Unternehmen und das muss eben halt auch dann gesteuert werden. Obwohl ich würde in den Unternehmen auch genau diese Form der Gleichberechtigten, ob das Zivilgesellschaft ist, ob das öffentliche Dienst ist, Arbeitsvermögen ist und auch diejenigen, die über Kapital verfügen. Das ist ja... Muss man ja nicht, ja, ich weiß auch nicht, man muss natürlich das Kapital, es muss ja irgendwie das Kapital auch geschaffen werden, damit überhaupt was produziert wird. Also das ist ja auch ein Prozess, dass Kapital verfügbar ist. Und dass man nicht eine Bank braucht oder was weiß ich, irgendwelche Massen von Aktionären. Ne? Wir haben jetzt eine coole Runde gehabt, 2 Stunden. Aus dem Grund würde ich
tatsächlich hier schließen. Man könnte noch weiter diskutieren, das, ja, das ist auch ein interessanter Austausch. Mhm. Allerdings ging es schon länger, als ich kalkuliert habe. Deswegen möchte ich Ihnen erstmal für den Vortrag danken, auch für die Diskussion, Herr Hengsbach. Und dass Sie es auch trotz der Verspätung hergeschafft haben. Und, ich nicht, aber die Bundesbahn. Und Martin und Rainer, euch auch vielen Dank für das Mitdiskutieren. Das waren richtig tolle Impulse und ich glaube, da können wir auch geduldig warten. Ja. Und dann vielen Dank, danke an euch und gut. Schönen Abend. Ja, Ihnen auch. Vielmals. Cool. Was machen Sie denn mit der Schnippen? Sie noch mal wahrscheinlich den größten Teil. Ach, ich...